Herzlich willkommen im Explanatorium Digital der Volkswagen Stiftung. Im Livestream sehen Sie heute eine Leopoldina Lecture, die wie immer eine Gemeinschaftsproduktion der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina und der Volkswagen Stiftung ist. Unser Thema: das menschliche Gehirn, Erkundung eines faszinierenden Organs. In der Gehirnforschung gibt es noch viele offene Fragen und deshalb sind wir besonders froh, dass es uns gelungen ist, gleich drei Forschende zu diesem Thema für das Podium gewinnen zu können. Ich begrüße sehr herzlich Frau Professorin Elisabeth Binder vom Max-Planck-Institut für Psychiatrie in München, Herrn Professor Jürgen Knoblich vom Institut für molekulare Biotechnologie in Wien und Herrn Professor Rolf Singer vom Max-Planck-Institut für Hirnforschung in Frankfurt am Main. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute dabei sind. Vielen Dank, dass Sie zugesagt haben. Moderiert wird der Abend von der freien Journalistin Maria Grunwald. Auch an Sie, liebe Frau Grunwald, herzlichen Dank dafür. Sie als Publikum können sich auch heute wieder aktiv beteiligen. Zum Beispiel, indem Sie an der gleich freigeschalteten Umfrage teilnehmen oder Ihre Fragen im Chat stellen. Wir werden Ihre Fragen ansehen und versuchen, sie möglichst alle an die Podiumsgäste weiterzugeben, damit diese sie beantworten können. Noch ein kleiner Ausblick auf unsere kommenden Veranstaltungen. Am Dienstag, den 29. Juni, findet ab 19 Uhr ein Herrenhäuser Forum, auch hier im Livestream, statt. Das Thema ist Gendermedizin. Gibt es Medizin nur für Männer oder finden wir einen Weg für geschlechtersensible Heilmethoden und Medikationen? Dieses Forum findet in Zusammenarbeit mit Deutschlandfunk Kultur statt. Und ein besonderes Highlight für uns ist der Mittwoch, der 30. Juni, 19 Uhr. Denn da sind wir das erste Mal seit langem wieder vor Ort im Schloss Herrenhausen mit unserem Format Herrenhausen Exchange. Das Thema: Demokratie braucht dich. Es geht um demokratische Partizipationsformen, ihre Chancen und ihre Herausforderungen. Aber nun wünsche ich Ihnen erst einmal einen inspirierenden Abend mit der Leopoldina Lecture, verabschiede mich und gebe ab an Frau Grunwald. Ja, und das war Anke Havert-Faye von der Volkswagen Stiftung, eine der Gastgeberinnen hier. Ein Danke an Sie für diese nette Begrüßung. Und sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, liebe Referenten des virtuellen Podiums, auch ich sage natürlich herzlich willkommen zur Leopoldina Lecture. Ich bin Maria Grunwald, ich bin Journalistin und ich führe durch den heutigen Abend. Normalerweise würden wir uns jetzt im wunderbaren Schloss Herrenhausen in Niedersachsen treffen. Das Schloss können wir heute nicht bieten. Aber ich bin mir sicher, wir machen das wieder wett. Womit machen wir das wieder wett? Ich kann Ihnen sagen, wir haben drei so interessante Referenten hier eingeladen, drei wirklich kluge Köpfe. Da bleiben Sie dran und ich bin mir sicher, wir alle lernen hier heute gemeinsam Erstaunliches. Sie wissen, unsere Veranstaltung läuft unter dem Titel, es wurde gerade schon gesagt, das menschliche Gehirn, Erkundungen eines faszinierenden Organs. Und das bedeutet, wir wollen eigentlich darüber sprechen, was wir über dieses wunderbare Organ, das uns doch so essentiell von allen anderen Lebensformen, Lebewesen unterscheidet. Über dieses Organ wollen wir sprechen. Was wissen wir von diesem Organ? Wir werden aber vor allem darüber sprechen, was wir nicht wissen über dieses Organ. Das ist leider ganz schön viel. Und das bedeutet eben auch, dass wir wahrscheinlich neue Forschungsmethoden brauchen, um dieses Organ, um das Wunderwerk Gehirn mehr zu erkunden. Wenn wir nämlich mehr über unser menschliches Gehirn wüssten, dann könnten wir vielleicht auch Angststörungen, Depressionen, Bipolarität besser verstehen, besser therapieren. Oder wir könnten auch neurodegenerative Erkrankungen, das sind Erkrankungen, wo Gehirnzellen im Hirn schon abgestorben sind, Alzheimer, Parkinson fällt darunter. Auch diese Krankheiten könnten wir vielleicht besser verstehen und besser therapieren. Das ist die Hoffnung. Und es gibt eine relativ neue Forschungsmethode, darauf wollen wir uns heute auch durchaus konzentrieren. Das ist die Arbeit an und mit Hirnorganoiden.
Unsere Experten werden später natürlich noch mal viel, viel genauer erklären, was so ein Hirnorganoid ist und wie man damit arbeitet. Aber hier vereinfacht gesagt, es handelt sich um eine Art Gehirngewebestück, entstanden in der Petrischale, gebildet aus menschlichen Stammzellen. Und weil es aus menschlichen Stammzellen so quasi gekeimt ist und weil aus Stammzellen Nervenzellen wurden, die untereinander auch irgendwie kommunizieren, sich zu einem Gewebestück formieren, ganz, ganz klein übrigens, weil das eben so ist, weckt das Ganze natürlich auch Befürchtungen. Und zwar die Befürchtung, wächst da etwa ein komplettes Mini-Gehirn, genauso funktionsfähig wie unser menschliches Gehirn in der Petrischale heran, wächst da tatsächlich sowas wie ein künstlicher Mensch heran? Das sind Befürchtungen, die stehen da. Ich kann Sie beruhigen, alle unsere Experten sagen, nein, davon sind wir meilenweit entfernt. Da kann ich Sie wirklich jetzt schon beruhigen. Aber es ist, glaube ich, auch klar, die Arbeit an und mit Hirnorganoiden wirft durchaus ethische Fragen auf, wirft durchaus rechtliche Fragen auf. Und genau dazu gibt es auch bei der Leopoldina eine Arbeitsgruppe. Und das wird Sie nicht wundern, unsere wunderbaren Referenten von heute sind natürlich alle Mitglieder dieser Arbeitsgruppe. Und auch der Sprecher der Arbeitsgruppe ist mit Professor Knoblich heute hier und jetzt dabei. Meine Damen und Herren, und damit kommen wir zu unserem ersten aktiven Part. Also nichts mit zurücklehnen. Sie dürfen jetzt aktiv werden. Sie dürfen nämlich abstimmen. Und wir machen das ganz bewusst vor den Impulsvorträgen, machen das ganz bewusst vor der Diskussion. Wir holen uns quasi ein Stimmungsbild bei Ihnen ab. Und deswegen musste ich auch mal kurz vereinfacht erklären, was ein Hirnorganoid ist. Schauen Sie mal, Sie verfolgen uns ja wahrscheinlich auf der Seite der Volkswagen Stiftung. Schauen Sie mal unter Ihrem Videofenster mittig. Da finden Sie so ein kleines Kästchen und da steht, stellen Sie hier Ihre Frage. Gehen Sie mal da drauf. Und wenn Sie das tun, dann dürfte die Frage, über die Sie jetzt entscheiden dürfen, aufploppen. Ich lese Ihnen diese Frage aber gerne auch noch mal vor. Aber wie gesagt, Sie müssen da aktiv in dieses Kästchen hinein. Die Frage lautet, die Forschung an Hirnorganoiden eröffnet Chancen für die Medizin. Sollte diese Forschung gesetzlich reguliert werden? Und Sie haben jetzt drei Optionen. Für eine, logischerweise, müssen Sie sich entscheiden. Die erste lautet, nein, ich denke, eine Regulierung ist nicht notwendig. Die zweite lautet, ja, Hirnorganoide sind mit dem menschlichen Gehirn vergleichbar. Das muss reguliert werden. Oder Sie sagen, Nummer drei, vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt, wenn die Forschung weiter vorangeschritten ist. Dies muss weiter beobachtet werden. Das heißt, ich bitte Sie, stimmen Sie jetzt ab. Wählen Sie entweder A, B oder C. Da müsste auch ein Button sein, abstimmen. Ich hoffe, Sie kommen damit klar und es funktioniert. Und es wird eine kleine Weile dauern, das weiß ich von der Technik her, bis wir hier das Ergebnis sehen. Keine Sorge, wir kommen auf das Ergebnis noch einmal drauf zurück. Und es wird auch spannend, nach unseren Impulsvorträgen, nach der Diskussion, machen wir noch einmal diese Abstimmung, weil wir wollen natürlich sehen, hat sich da was bei Ihnen verändert, aufgrund des Gesagten, aufgrund der ausgetauschten Argumente. Und wir brauchen noch ein bisschen Zeit. Sie können immer noch abstimmen. Denken Sie kurz drüber nach. Wählen Sie A, B oder C. Und ich überbrücke die Zeit und freue mich sehr drauf. Ich darf nämlich einen wunderbaren ersten Referenten vorstellen und komme zu Professor Dr. Wolf Singer. Er ist Mitglied der Leopoldina, hatte ich schon erwähnt, natürlich auch Mitglied der Arbeitsgruppe Hirnorganoide. Die Leopoldina zählt ihn zu den weltweit bedeutendsten Neurowissenschaftlern und Hirnforschern. Er ist mehrfach für seine Arbeit ausgezeichnet worden. Professor Singer hat Medizin studiert, er hat in der Physiologie habilitiert und er forscht vor allem daran, was auf der Ebene der Nervenzellen im Gehirn passiert, wenn es um sogenannte höhere kognitive Leistungen geht. Vereinfacht gesagt, höhere kognitive Leistungen, das kann zum Beispiel sein die visuelle Wahrnehmung, unser Sehen. Das kann aber auch sein unser Erinnerungsvermögen. Das sind hochkomplexe Vorgänge und daran forscht im Wesentlichen Professor Wolf Singer. Er ist heute emeritierter Direktor am Max-Planck-Institut für Hirnforschung in Frankfurt am Main. Er ist Gründungsdirektor des Ernst-Strüngmann-Institutes für Neurowissenschaften.
Und das fand ich besonders charmant, Herr Singer, ich teile das hier, wenn er nämlich nicht gerade Hirnforschung betreibt, dann hatte er jetzt in der Corona-Zeit etwas mehr Zeit, um eben Vögel und die Natur zu beobachten. Und ich weiß, er hat jetzt auch auf seinem Handy, da lacht er schon, er hat auf seinem Handy jetzt eine App, mit der man Vogelstimmen erkennen kann. Herr Singer, die eine Frage vorweg muss ich jetzt stellen. Was war der letzte Vogel, den Sie mit dieser App identifiziert haben? Welcher Vogel war das? Das war ein Mönchhof, eine Mönchsgrasmücke. Eine Mönchsgrasmücke, okay, die hätte ich tatsächlich auch nie im Leben erkannt. Also der App sei Dank, er hat es erkannt. Wir freuen uns auf den Impuls von Professor Singer, der läuft unter dem Titel Das menschliche Gehirn, Erkundungen eines faszinierenden Organs. Herr Singer, das ist jetzt Ihr Podium. Tja, meine sehr verehrten Damen und Herren, guten Abend. Das antizipierte Problem ist eingetreten. Ich kann meine PowerPoint-Präsentation nicht beeinflussen. Das hat vorhin wunderbar funktioniert. Ich kann die Bilder nicht. Dann bitten wir mal kurz die Technik, Herr Singer. Ich kommuniziere das einmal ganz laut. Einmal die Bitte an die Technik, vielleicht Herrn Singer zu unterstützen. Ich sehe eine Maus auf der Präsentation, Herr Singer. Ja, das sind nicht Sie? Die sehe ich auch, ja. Aber ich kann nicht nach vorne schalten. Ich kann sie nicht bewegen. Mit den üblichen Tasten auf der Tastatur geht es nicht. Ich gehe noch mal aus dem Präsentationsmodus raus. Ja, würde ich auch empfehlen. Und versuche noch mal über Bildschirm freigeben, da... Ich muss überhaupt ganz raus. Das ist ganz unangenehm. Lassen Sie sich Zeit, Herr Singer, meine Damen, meine Herren. Sie haben das alle bestimmt schon kennengelernt. Wir haben ja über ein Jahr Corona hinter uns. Sie haben garantiert schon an der einen oder anderen Zoom-Sitzung teilgenommen. Und das sind die Sachen, die immer passieren. Entweder ist jemand stumm geschaltet oder aber genau, die Präsi hängt mal kurz. Wir schauen mal, ob Herr Singer soweit das... jetzt glaube ich, könnte es klappen. Mal sehen. Nein. Sie müssten auch noch in den Bildschirm-Präsentationsmodus. Ja, da bin ich schon drin. Ich muss neue Freigabe versuchen. Vielleicht. Es tut mir sehr leid. Wir haben das ja vorhin geübt. Das hat alles gut funktioniert. Ich hatte schon den Verdacht, dass da etwas schief gehen könnte. Ich sag mal, Herr Singer, nehmen Sie sich die Zeit. Ich gucke mal so lange, ob vielleicht das Ergebnis der Abstimmung schon da ist. Aber ich kann es leider auch noch nicht sehen. Aber ich erinnere noch mal alle daran, wenn Sie mögen, können Sie gerne abstimmen. Noch ist es möglich. Ja. Eigentlich war geplant, dass wir nach dem Impulsvortrag von Herrn Singer auf das Ergebnis der Abstimmung schauen. Aber ich sehe, das Ergebnis ist noch nicht da. Damit können wir also auch noch nicht weitermachen. Genau. Und ich gehe mal stark davon aus, weil ich gerade auch den Professor Singer, wir haben ihn offensichtlich kurz verloren. Frau Binder, wir machen mit Ihnen weiter, aber ich darf Sie auch noch mal kurz vorstellen. Ich bin schon wieder drin. Jetzt sind Sie wieder da. Wir schauen mal, Herr Singer. Wenn es gleich funktioniert, wenn nicht, ziehen wir die Frau Binder vor. Wir sind hier sehr flexibel. Ja, das müsste jetzt funktionieren, wenn ich wieder, ich gehe einfach nochmal, ich versuche mich wieder einzulocken wie ganz am Anfang. So, sehen Sie meinen Bildschirm jetzt? Ja, Sie müssten nochmal in die Bildschirmpräsentation reingehen, Herr Singer. Ja, aber ich sehe schon, dass ich ihn wieder nicht... bewegen kann. Warten Sie einen Moment. Mal schauen. Die Spannung wächst. Jetzt hat es funktioniert. Herr Singer, jetzt haben Sie es aber auch wirklich spannend gemacht. Also wir sind alle absolut gespannt jetzt auf Ihren Vortrag. Wir kennen das Problem, dass der Vorführeffekt, vorhin hat ja alles perfekt funktioniert. Der Klassiker. Gut, der Klassiker. Wir freuen uns, Herr Singer. Bitte schön. Nochmal vielmals um Entschuldigung, bitte ich. Also es ist keine Frage, das menschliche Gehirn ist das komplexeste, aber auch am wenigsten verstandene Organ, das die Evolution hervorgebracht hat. Und es bestimmt alles, was uns ausmacht. 10 hoch 9 Nervenzellen, 10 hoch 14 Verbindungen, in einem Kubikmillimeter 6 Kilometer Kabel verlegt.
was wir gut verstehen, wie es zur Evolution dieses Organs kam. Wie immer, die Evolution ist sehr konservativ vorgegangen und hat seit der Erfindung der Großhirnrinde, die etwa auf der phylogenetischen Stufe der niedrigen Wirbeltiere, hier habe ich das Opossum gewählt, passiert ist, nichts Neues mehr entwickelt, sondern nur noch mehr vom Gleichen erzeugt. Und im Wesentlichen mehr Großhirnrinde, mehr Kleinhirn. Sodass alles, was den großen Unterschied ausmacht zwischen unseren nächsten Nachbarn, den Schimpansen zum Beispiel, und uns, lediglich auf einer Volumenvermehrung der Großhirnrinde beruht. Nun, was verstehen wir gut? Wir wissen, wie das Wissen über die Welt in das Gehirn gekommen ist. Wir tragen alle ein Modell der Welt in unserem Kopf, das wir benutzen, um die Sinnessignale, die wir aus dieser Welt entnehmen, interpretieren zu können. Dieses Wissen und auch die Programme, nach denen dieses Wissen verarbeitet wird, sind in der Verbindungsarchitektur des Gehirns festgelegt. Und diese wiederum wird bestimmt einmal durch die evolutionäre Anpassung. Deshalb sind die Gehirne sich so ähnlich. Zweitens durch die erfahrungsabhängige Modifikation, die nach der Geburt einsetzt und Hirnarchitekturen nachhaltig beeinflusst und überformt, und schließlich durch lebenslanges Lernen. Was wir auch gut verstehen, ist die Struktur und die Chemie und die Funktion der einfachen Bausteine, der Neuronen und der kleinen Schaltkreise. Wir wissen inzwischen so viel über die Funktionsweise einzelner Nervenzellen, wie hier abgebildet eine Pyramidenzelle aus der Großhirnrinde, dass wir sie fast vollständig simulieren können mit mathematischen Methoden, brauchen dazu aber Großrechner, um die Funktion einer einzelnen Nervenzelle realistisch simulieren zu können. Wir wissen auch sehr viel über die Architektur der anatomischen Verschaltung im Gehirn. Aufgrund bildgebender Verfahren und anatomischer Vorgänge, wir können heute beim lebenden Menschen nicht invasiv Faserverbindungen im Gehirn darstellen und dann diese wunderbaren Bilder bekommen, die Sie hier sehen, diese farbigen Bündel hier entsprechen Nervenfasern im Gehirn. Wir wissen auch relativ viel darüber, welche Strukturen für bestimmte Leistungen zuständig sind, zum Teil aus klinischen Beobachtungen, zum Teil auch aufgrund der bildgebenden Verfahren, die uns zur Verfügung stehen. Wir wissen heute, dass unterschiedliche Funktionen von unterschiedlichen Hirnrindenarealen wahrgenommen werden, wobei jedoch festzuhalten ist, dass die einzelnen Hirnrindenareale unglaublich ähnlich aufgebaut sind, also ganz ähnliche informationsverarbeitende Prozesse leisten, und nur deshalb unterschiedliche Funktionen erfüllen, weil sie mit unterschiedlichen Informationen versorgt werden. Auch ist festzuhalten, dass auch für einfache Funktionen, einfache kognitive Funktionen, immer eine riesige Anzahl von Zentren koordiniert miteinander wechselwirken müssen, um diese Leistungen hervorzubringen. Das erklärt sich sehr einfach aufgrund der Verschaltung, die man zwischen diesen Hirnrindenarealen findet. Hier ist jetzt jeder dieser roten Punkte, es handelt sich hier um ein Gehirn eines Rhesusaffen, steht für eines der vorhin dargestellten farbigen Hirnrindenareale, also Milliarden von Zellen innerhalb eines dieser roten Punkte. Und die Verbindungen hier, diese weißen Striche, stehen für neuronale Verbindungen, die diese Areale miteinander vernetzen. Und hier sind nur die Areale dargestellt, die sich mit der visuellen Wahrnehmung befassen, das sind die hier in diesem Bereich, und die Steuerung der Aufmerksamkeit übernehmen, das sind die in diesem Bereich. Und alle diese Areale müssen zusammenarbeiten, um irgendein einfaches perzeptuelles Objekt wahrzunehmen. Herr Singer, entschuldigen Sie, ich grätsche einmal kurz rein, aber ich vermute, das Kabel von Ihren Kopfhörern, das läuft genau über Ihr Mikrofon am Hemdkragen. Das raschelt sehr. Können Sie da mal gucken? Genau, das Kabel irgendwie auf die andere Seite oder so? Ja, ja, ich halte es einfach nicht. Naja, wenn Sie es festhalten, ist, glaube ich, für Sie kompliziert. Wenn Sie es ein bisschen rüberziehen, glaube ich, es raschelt nämlich sehr. So ist besser. Gut, machen wir es so. Probieren Sie es mal. Genau, Dankeschön. Ja. Ich komme jetzt zu den großen methodischen und intellektuellen Herausforderungen, vor denen wir stehen. Es geht einmal darum, die Aktivität einer riesigen Zahl von Nervenzellen gleichzeitig zu erfassen und deren Zusammenspiel zu verstehen. Und das erfordert komplexe mathematische Verfahren und die Hilfe von großen Rechenanlagen. Und dann geht es darum, Prozesse zu analysieren, deren Komplexität und hochdimensionale Dynamik unser Vorstellungsvermögen bei weitem übersteigt. Und das ist ein großes Problem bei der Hypothesenbildung. Wir können uns nicht vorstellen, was das Gehirn leisten kann. Wir wissen inzwischen auch, was widerlegt wurde.
Es wurde nämlich widerlegt, dass es im Gehirn einen Beobachter oder Dirigenten gibt oder einen Ort für das Bewusstsein oder für das selbstbestimmte Ich. Denn fast alle abendländischen Denktraditionen sind davon ausgegangen, ob das dualistische waren oder monistische, dass es irgendwo im Gehirn eine zentrale Instanz geben müsse, in der entschieden wird und in der das Bewusstsein sich konstituiert. Wir wissen heute, dass das nicht der Fall ist, sondern wir wissen, dass die Intuition über die Funktion unseres Gehirns sich nicht vereinbaren lässt mit den Erkenntnissen, die die Naturwissenschaften aus der dritten Personenperspektive zutage gefordert haben. Aus der neurobiologischen Sicht ist das Gehirn ein extrem verteilt organisiertes, wir sagen dazu distributives, sich selbst organisierendes System. Das schafft sich seine eigene Ordnung. Alle Funktionen beruhen auf der Kooperation zahlreicher, ich hatte das schon erwähnt, stark vernetzter Zentren. Und das gilt auch für mentale Prozesse, für Wahrnehmungen, Entscheidungen und Bewertungen. Die entstehen aus der Dynamik des Gehirns heraus und werden nicht von irgendwo her beeinflusst. Nun zu den wichtigsten Fragen. Einmal, und darüber wird die Elisabeth Binder sicher noch sprechen, was sind die Gründe für die Fehlfunktionen, die zu Erkrankungen führen, zu psychischen Erkrankungen wie Depression, Schizophrenie, Autismus, Persönlichkeitsstörungen. Wir wissen, dass alle diese Störungen auf Hirnfunktionen und deren Fehlfunktionen beruhen. Oder die neurologischen, vorwiegend degenerativen Erkrankungen, Parkinson, Alzheimer, weitere degenerative Erkrankungen. Bei letzteren wissen wir oft die Ursachen, aber wir haben keine Therapien. Bei ersteren fehlen uns die Ursachenbeschreibungen und natürlich auch die kausalen Therapien weitestgehend. Was ist die schwierigste Frage, mit der die Hirnforschung zurzeit oder auf lange Zeit wird umgehen müssen? Das ist das Leib-Seele-Problem. Die Frage, wie materielle Prozesse, also unsere subjektiven, immateriellen Wahrnehmungen, Empfindungen, Emotionen, aber auch unsere Entscheidungen und Befindlichkeiten hervorgebracht werden können durch neuronale Interaktionen. Wie geht dieser Phasenübergang? Wie kann man sich das vorstellen? Wir haben keine Antwort auf diese Frage. Und dann die brennendste Frage, zumindest die, die mich am meisten umtreibt. Wie kann es sein, dass Menschen ein normales, angepasstes Leben führen können, und zugleich mit den gleichen Gehirnen fähig sind, ungeheuerliche Grausamkeiten zu planen und zu vollbringen. Und dass sich diese beiden Attitüden, diese beiden Verhaltensäußerungen im 24-Stunden-Rhythmus abwechseln können. Und die Frage ist, hilft uns die Hirnforschung, was hilft uns überhaupt, um Letzteres, wenn nicht zu verhindern, aber doch zumindest abschwächen zu können. Und damit bin ich am Ende angelangt. Entschuldige nochmal für die logistische Störung. Ich kann die Ursache nicht erforschen. Vielen Dank. Ja, und wir sagen herzlichen Dank an Professor Wolf Singer. Und ich denke, das war jetzt kein Problem, dass am Anfang das so ein bisschen gehakt hat. Ich denke, wir kennen das einfach nach über einem Jahr Corona. Ich stelle unseren weiteren klugen Kopf vor und sage ganz herzlich willkommen nochmal Professor Dr. Dr. Elisabeth Binder. Frau Binder ist wie Herr Singer zuvor Mitglied der Leopoldina, natürlich auch der Arbeitsgruppe Hirnorganoide der Leopoldina. Sie hat Humanmedizin studiert und in Neurowissenschaften promoviert und ihr Arbeitsgebiet ist die Psychiatrie. Sie untersucht vor allem molekulare, zelluläre, systemische Faktoren, die zu Stress, die zu Trauma-assoziierten psychischen Störungen führen können. Und auch sie wurde für ihre Forschungen mehrfach ausgezeichnet. Sie ist geschäftsführende Direktorin am Max-Planck-Institut für Psychiatrie in München. Und sie sagt, es ist ganz, ganz klar, wir brauchen neue Methoden. Das hat sie mir im Vorgespräch verraten. Es ist ganz klar, wir brauchen neue Methoden, um das Gehirn besser zu verstehen, etwa auch die Forschung an Hirnorganoiden, da wir nämlich in den letzten Jahren keine wirklichen substanziellen Fortschritte gemacht haben bei eben der Therapie von psychischen Störungen. Da haben wir sozusagen zu wenige Fortschritte und deswegen sagt sie, Mensch, wir brauchen neue Therapien. Sie selbst versucht auch immer schön in Balance zu bleiben. Frau Binder, ich teile auch von Ihnen etwas Persönliches. Sie hat mir verraten, sie betreibt das schöne Hobby, was ich neu gelernt habe, Wingfoilen. Und wenn Sie nicht wissen, meine Damen und Herren, was das ist, ich sage mal, das ist so eine Mischung aus Windsurfen und Kitesurfen. Frau Binder lacht, aber ich bin mir
ziemlich sicher, dass man da dann auch die kleinen grauen Zellen komplett auf das Wingfoilen sich konzentrieren und danach wieder ganz viel Zeit ist für die eigentliche Forschung. Frau Binder, herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass Sie da sind. Ihr Impuls läuft unter dem Titel, und ich glaube, das Publikum kann es auch schon sehen, Stand und Perspektiven der Behandlung psychiatrischer Erkrankungen. Frau Binder, wir freuen uns. Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich hier den psychiatrischen Teil der Lecture beitragen kann. Und ich möchte damit beginnen, nochmal darauf hinzuweisen, psychiatrische Erkrankungen sind eine weltweite Krise. Wir müssen uns vor Augen führen, dass 1 in 3 Personen im Rahmen des Lebens an einer psychischen Störung leiden wird. 1 in 6 Personen wird an einer Depression leiden. Insgesamt gehören die psychiatrischen Erkrankungen zu den Erkrankungen, die zur größten Krankheitslast für die Gesellschaft beitragen, durch Ausfall aus dem Beruf oder auch aus dem sozialen Leben. Und es wird die größte Krankheitslast bis 2030 sein. Insgesamt tragen psychiatrische Erkrankungen bis zu 1/3 der verlorenen Lebensjahre durch Krankheit bei. Also ein enormes gesellschaftliches Problem. Zusätzlich erhöhen psychiatrische Erkrankungen auch das Risiko für Suizide bis zu 20 Mal erhöht. Das heißt, diese Erkrankungen sind große Belastungen für den Einzelnen, für das familiäre und soziale Umfeld, für die Gesellschaft. Es kommt auch dazu, dass diese Erkrankungen sehr schwierig zu behandeln sind. Wir haben gute Behandlungen für psychiatrische Erkrankungen, aber die wirken nicht bei jedem und wir wissen nicht, welche bei welchen Patienten wirkt. Das heißt, insgesamt bleiben doch immerhin die Hälfte der Patienten in einem Zustand, wo sie nicht mehr auf dasselbe Funktionsniveau zurückkehren, wenn sie eine psychiatrische Erkrankung erleiden. Das ist auch schon vor vielen Jahren lamentiert worden. Das ist ein Time Magazine Cover aus dem Jahr 1979, wo schon die Depression der Psychiatrie beschrieben worden ist, nämlich warum wir keine neuen Behandlungsmethoden, die wirklich durchschlagenden Erfolg haben, in der Psychiatrie haben. Und das ist jetzt doch schon einige Jahrzehnte her. Wir und viele im Feld denken, dass das daher kommt, weil wir noch immer ein sehr rudimentäres und unvollständiges Verständnis der Krankheitsprozesse haben. Wir wissen, wie Wolf Singer gesagt hat, es hat was mit dem Zusammenspiel von Hirnaktivität in verschiedenen Hirnregionen zu tun. Aber sehr viel differenzierter sind wir nicht. Wir wissen, Gene spielen eine Rolle, aber bei welchen Patienten welche Gene, ist auch noch immer relativ unklar. Nach wie vor sind die Diagnosen in der Psychiatrie symptombasiert. Wir haben keine Biomarker, die wir objektiv erfassen können. Und unsere Behandlungen, ich habe schon gesagt, wir haben effektive Behandlungen, aber nach wie vor müssen wir hier Versuch und Irrtum walten lassen. 1 versuchen, wenn das nicht funktioniert, das nächste, und haben keine Entscheidungshilfen hier. Das heißt, wir brauchen diese mechanismusbasierte Psychiatrie. Als Beispiel die innere Medizin. Hier haben wir über 3000 zugelassene klinische Tests, von blutbasierten Tests über Ultraschall, über EKG, wie Sie hier sehen, oder das Blutdruckmessgerät, was auch ein wichtiges Hilfsmittel ist, um wirklich hier die Ursachen für die Symptome bei einem Patienten zu verstehen. In der Psychiatrie haben wir ein einziges zugelassenes diagnostisches Instrument, und das ist die Katalogisierung von Symptomen, die im Dialog zwischen Patienten und Therapeuten erarbeitet werden. Das ist das einzig zugelassene diagnostische Instrument, das wir haben. Das ist sicher wertvoll und war ein großer Fortschritt, das standardisiert zu haben. Trotz alledem ist es schwierig, dass wir alle unsere Diagnosen nur auf Symptome basieren. Und das möchte ich jetzt hier auch nochmal anhand eines Beispiels erläutern. Wenn ein Patient mit Brustschmerzen in die Klinik kommt, müssen die Ärzte und Ärztinnen hier feststellen, was ist die Ursache. Und die Ursache können verschiedene Probleme in verschiedenen Organen sein, der Lunge, dem Herz, Magen, der Speiseröhre oder auch Rippen, dem Rippenfell, den Muskeln zwischen den Rippen. Das muss herausgefunden werden. Und wenn ein Organ dann als Quelle isoliert worden ist, dann müssen wir innerhalb dieses Organs auch verstehen, was ist die Ursache. Ist es ein Herzinfarkt, ist es eine Herzmuskelentzündung oder ist es Bluthochdruck? Und all das kann zu denselben Brustschmerzen führen. Und es ist eben ganz wichtig, die Ursache zu verstehen, weil, wie Sie schon sehen, die Behandlungen für diese verschiedenen Ursachen sehr unterschiedlich ist. Das heißt, um dem Patienten wirklich helfen zu können, müssen wir die Ursachen verstehen.
Und das verstehen wir in der Psychiatrie noch nicht ausreichend. Und wie Wolf Singer schon gesagt hat, das liegt daran, weil psychiatrische Erkrankungen ihre Ursache im komplexesten Organ haben, dem Gehirn. Und ich möchte jetzt hier zur Illustration ganz kurz nochmal ein Video von meinem Kollegen Moritz Helmstetter vom Max-Planck-Institut für Hirnforschung zeigen. Und er hat eine Möglichkeit entwickelt, wie man wirklich alle Zellen in einem Stück Gehirn wirklich sehen kann. Und wir fliegen jetzt in so einem Blutgefäß im Gehirn und alle diese bunten Fortsätze sind Zellen des Gehirns, sind Neuronen, sind andere Arten von Zellen. Wir sehen, wie dicht gepackt das ist, wie oft die sich kontaktieren, wie viele Verknüpfungen es gibt. Und daraus entsteht eben diese große Komplexität. Und das ist nur ein ganz kleines Stück Gehirn. Jetzt kann man anhand dieser Komplexität schon erahnen, dass es schwierig ist, das zu verstehen. Und ein schönes Beispiel finde ich den Nobelpreis für Medizin, der für das Verständnis der Orientierung im Raum gegeben worden ist. Dass es eben Platz- und Gitterzellen sind, die sind, gibt, die ganz wichtig sind, um eine Orientierung im Raum zu haben. Das war kompliziert, wenn wir jetzt psychiatrische Erkrankungen uns ansehen, die sehr komplexe Symptome haben und viele Patienten haben viele Symptome gleichzeitig und viele Kombinationen von Symptomen. Das kommt Erschöpfung, da gibt es Halluzinationen, Konzentrationsschwächen, Zwangsgedanken, Grübeln, Energielosigkeit. Das heißt, all dies zu verstehen, ist sicher nochmal einen Schritt komplexer und erfordert auch uns Wissenschaftler hier. Ich denke aber auch, trotz aller Komplexität haben wir in den letzten Jahren wirklich Durchbrüche in der Forschung erzielt, die einen Fortschritt zumindest etwas mehr in die Nähe rücken. Wir haben große Fortschritte gemacht in der Genetik und vor allem auch dadurch, weil Forscher erkannt haben, es ist besser zusammenzuarbeiten. Und jetzt können wir Millionen von genetischen Daten analysieren und haben jetzt für alle psychiatrischen Erkrankungen ein Muster an Genen zeigen können. Sicher noch nicht alles, aber erste Fortschritte in die Richtung. Wie schon gesagt, dass psychiatrische Erkrankungen sind Erkrankungen des Gehirns. Wir können das Gehirn mit sogenannten Neuroimaging-Ansätzen von außen untersuchen, aber die Gehirnzellen selbst können wir nicht lebend oder sehr schwer lebend untersuchen. Und da sind die Fortschritte, die auch Jürgen Knoblich dann noch erläutern wird, sehr wichtig, sogenannte induzierte pluripotente Stammzellen aus Hautzellen oder Blutzellen von Patienten zum Beispiel, wo wir diese hirnartigen Zellen dann machen können. Wir können auch eine höhere Auflösung erreichen. Das Gehirn ist sehr komplex, hat hunderte verschiedener Zellen und die können wir jetzt mit sogenannten Einzelzellsequenzierungsmethoden viel besser analysieren. Wir können die Verschaltung des Gehirns viel besser verstehen und wir können sie auch viel besser manipulieren mit sogenannten optogenetischen Methoden. Und wenn wir jetzt in den Patienten nochmal gehen, können wir hier auch dieses symptombasierte diagnostisch nochmal erweitern und auch empirisch das Verhalten beobachten, sei es in der virtuellen Realität oder auch durch sogenannte digitale oder intelligente Geräte, wo wir die Bewegung von Patienten, das Stressniveau, auch Schlafverhalten im natürlichen Umfeld messen können. All dies, die Genomik, die Konnektomik und diese digitalen Tools generieren Unmengen an Daten und die müssen wir verstehen. Und hier sind die Fortschritte in der künstlichen Intelligenz ganz wichtig. Also alle diese Daten nochmal besser zu verstehen mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Das heißt, wir brauchen diese mechanismusbasierte Diagnose, dass wir psychiatrische Erkrankungen verstehen, von den Genen über die Zellen, die Verschaltungen bis zum Verhalten. Und das erlaubt uns dann Patienten, die im Moment noch dieselbe Diagnose tragen, sei es Schizophrenie oder Depression, aber verschiedene Ursachen zu diesen Symptomen führen. Die können wir dann auseinander dividieren nach den Ursachen. Und dann können wir in der Zukunft hoffentlich auch personalisierte Interventionen machen. Also Behandlungen, die auf die Ursache abzielen und nicht die Symptome.
Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir hier auch eine Verschaltung haben, eine ganz enge Verschaltung von Grundlagenforschung, klinischer Forschung und Patientenversorgung, dass wir wirklich in so einem Feedback- und Feed-Forward-Kreislauf verstehen, wie uns diese neuen Erkenntnisse tatsächlich helfen, das Leben von Patienten zu verbessern. Das heißt ganz klar, wir müssen weg von unserem einen diagnostischen Manual und brauchen neue Ansätze. Und da will ich nochmal ein Bild zeigen, eine Abbildung von meinem Kollegen Nikos Kotsouleris von der LMU und auch vom Max-Planck-Institut, wo wir hinwollen, auch mit so einem Präzisionsmedizinansatz in der Psychiatrie, den wir hier auch verfolgen im Rahmen des Münchner Deutschen Zentrums für Psychiatrie, das gerade im Entstehen ist. Dass wir eben viele verschiedene Ebenen erkennen müssen bei den Patienten, von der Genetik über das Neuroimaging, über das sozusagen Digital Sensing, dann durch artifizielle Intelligenz besser verstehen, was sind die Ursachen bei diesen bestimmten Patienten und dann gezielte Interventionen anwenden können. Und dadurch wird sich sicher auch die Medizin hoffentlich für den Patienten verbessern und den Therapeuten erlauben, wirklich gezielte und wirkungsvolle Therapien anzugehen. Das ist so mein Ausblick. Wir sind sicher noch nicht ganz da, aber ich denke, wir haben jetzt neue Möglichkeiten, uns auf den Weg zu machen. Vielen Dank. Dann sage ich an dieser Stelle auch vielen Dank, Professor Binder und Herr Knoblich. Wir sind noch nicht in den Startlöchern. Ich würde ganz gerne noch auf die Ergebnisse unserer ersten Abstimmung schauen. Das wollten wir ja schon getan haben. Wir tun es jetzt, meine Damen und Herren. Sie sollten gleich eine Art Tortendiagramm eingeblendet bekommen. Wir schauen uns jetzt gemeinsam die Ergebnisse an. Und zwar haben 10% von denen, die jetzt teilgenommen haben, an der Abstimmung gesagt, nein, ich denke, eine Regulierung der Forschung mit Hirnorganoiden ist nicht notwendig. 10% sagen, nein, da brauchen wir keine Regulierung. 17% von Ihnen haben gesagt, ja, Hirnorganoide sind mit dem menschlichen Gehirn vergleichbar. Das muss natürlich reguliert werden. Das waren 17%. Und jetzt kommt aber der große Anteil, also die ganz große Mehrheit von Ihnen, in dem Falle 73%, haben sich für die Antwort C entschieden. Entschuldigen Sie bitte, wenn ich immer so leicht drüber gucke. Das ist, weil ich dort einen zweiten Monitor habe, auf den ich die Umfrageergebnisse sehe. 73% von Ihnen sagen, vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt sollte man das regulieren, wenn die Forschung weiter vorangeschritten ist. Und das Ganze sollte natürlich weiter beobachtet werden. Damit haben wir ein erstes Stimmungsbild. Schon mal vielen Dank. Und wie gesagt, wir kommen eher am Ende der Veranstaltung, kommen wir nochmal drauf zurück, machen die gleiche Abstimmung nochmal und wollen schauen, ob sich bei Ihnen, bei unserem jetzt erhobenen Stimmungsbild, vielleicht etwas verändert. Veränderung ist natürlich immer das, was wir spannend finden. Und damit, Professor Knoblich, bin ich froh, dass ich Sie jetzt ankündigen darf. Jürgen Knoblich hat Biochemie studiert und in Entwicklungsbiologie promoviert. Er ist heute wissenschaftlicher Leiter am Institut für molekulare Biotechnologie bei der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Sein Forschungsschwerpunkt ist die Beschreibung der Mechanismen für die menschliche Gehirnentwicklung. Und ich habe ihn gefragt, wie kann man das denn einfach an einem Satz formulieren? Er sagt, meine zentrale Frage ist, und das ist eine Riesenfrage, ich will wissen, was macht unser Gehirn so leistungsfähig? Ich würde sagen, Herr Knoblich, das ist die Frage aller Fragen. Er ist Sprecher der Arbeitsgruppe Hirnorganoide der Leopoldina. Und man muss einfach sagen, er ist ein Pionier auf diesem Gebiet der Hirnorganoide. Es war nämlich sein Team im Jahr 2013. Diesem Team gelang es zum ersten Mal die Produktion oder die erste Synthetisierung eines Hirnorganoids. Das gelang eben seinem Team. Und ihn ärgert es übrigens ungeheuer, weiß ich aus dem Vorgespräch, wenn man Hirnorganoide mit einem menschlichen, voll funktionsfähigen Gehirn gleichsetzt. Das ärgert ihn absolut. Er wird wahrscheinlich sicherlich gleich nochmal drauf eingehen. Und abseits von der großen Forschung, meine Damen und meine Herren, ich möchte immer Ihnen die Person auch noch ein bisschen persönlich vorstellen. Abseits bei der großen Forschung steht er gerne am Fußballrand. Er ist großer Fußballfan und zwar von seinem eigenen Sohn, der ist 15 Jahre alt und offensichtlich gibt es öfter noch die Möglichkeit, den Sohn beim Fußball zu begleiten. Herr Knoblich, Sie selber spielen aber nicht. Ja. Sie spielen nicht, eher weniger. Sie schauen nur zu. Ich spiele nicht mehr. Ah, nicht mehr, nicht mehr. Okay, warum haben Sie aufgehört, Herr Knoblich? Sorry, so viel Zeit muss sein.
gewinnt nicht mehr. Okay, Sie lachen also, genau, andere Dinge waren dann doch wichtiger. Alles gut. Wir freuen uns auf Ihren Impuls und der läuft unter dem Titel, wie Sie ihn jetzt auch schon sehen, Hirnorganoide, ein Annäherungsversuch an das menschliche Gehirn. Wir freuen uns. Ja, vielen Dank für die nette Vorstellung und vielen Dank für die Einladung und einen schönen Gruß aus Wien. Wir haben es ja jetzt schon im Vortrag von Wolf Singer gehört, dass unser Gehirn das komplexeste Organ ist, das es in der Natur gibt und es zu verstehen nicht ganz einfach ist. Und diese Komplexität, für diese Komplexität bezahlen wir einen großen Preis. Wie wir auch schon von Elisabeth Binder gehört haben, gehören Erkrankungen des Gehirns zu den größten medizinischen Problemen. Ich kann nur noch mal wiederholen, dass in den USA geschätzt wird, dass 25% aller Bürger irgendwann in ihrem Leben unter einer Erkrankung des Gehirns leiden. Und was die Situation besonders problematisch macht, ist, dass demgegenüber relativ wenige Möglichkeiten stehen, diese Erkrankungen zu behandeln. Es gibt natürlich Medikamente. Was aber problematisch ist, ist die Entwicklung dieser Medikamente, denn die beruht größtenteils auf Prinzipien, die auf die sehr lange zurückliegen, zum Teil in den 50er Jahren gefunden wurden. Und es ist so, dass in den letzten Jahrzehnten zwar diese Medikamente verbessert wurden, aber es keine wirklich neuen Wirkprinzipien für Medikamente gab, um Gehirnerkrankungen zu behandeln. Und das hat dazu geführt, dass vor mehr als 10 bis 20 Jahren die meisten Pharmafirmen eigentlich aufgehört haben, daran zu forschen. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Man muss sich das mal vorstellen. Die großen Pharmafirmen hören auf, ein ganz wichtiges Problem zu behandeln. Das liegt daran, dass die Erfolgsrate bei neurologischen und psychiatrischen Erkrankungen, bei der Medikamentenentwicklung die niedrigste ist unter allen Erkrankungen. Aber es gibt Hoffnung. Es gab in den letzten 10 bis 15 Jahren einige technologische Entwicklungen, die dazu geführt haben, dass die meisten biomedizinischen Forscher glauben, wir leben in einer Revolution der biomedizinischen Forschung. Und das liegt daran, dass es mehrere Methoden gibt, die in letzter Zeit entwickelt wurden. Zum einen ist es so, dass wir die komplette DNS-Sequenz eines Menschen mittlerweile in einem Nachmittag ermitteln können. Das kostet ungefähr 1.000 Euro. Wir haben deswegen Millionen verschiedener solcher Sequenzen oftmals assoziiert mit genauen Erkrankungsbildern. Das Zweite ist, wir können von jedem Patienten sogenannte pluripotente Stammzellen, iPS-Zellen, herstellen. Und das sind Zellen, die wieder in ihrem embryonalen Zustand zurückgeführt werden und dadurch wieder alle Zellen im Körper ausbilden können. Dann können wir im Genom dieser Zellen schreiben, wie auf einem Word-Processor mit einer Technologie, die vor einigen Jahren entwickelt wurde, die CRISPR-Cas9-Technologie. Und zum Vierten gibt es immer bessere Methoden, diese iPS-Zellen dann in Gewebe verschiedener Organe zu verwandeln. Man spricht dann von sogenannten Organoiden, die es mittlerweile für alle möglichen Organe gibt, angefangen von Darm, Magen, Leber. Und was mein Labor eben gemacht hat, ist, wir haben eine Methode entwickelt, um Organoide zu herzustellen, die die Entwicklung des menschlichen Gehirns rekapitulieren. Und wie wir das tun, ist in diesem kurzen Film gezeigt. Wir fangen also mit diesen ominösen Stammzellen an, die wir zunächst einmal dissoziieren und dann nehmen wir zwischen 5.000 und 8.000 dieser Zellen und die kommen dann in solche kleinen Kulturgefäße, wo 96 von denen auf einer Platte sind und dann sinken sie langsam ab und lagern sich zusammen, bilden diese Bälle aus embryonalen Gewebe. Wir steuern dann die Entwicklung dieser Gewebe, indem wir die Zellkulturmedien ändern und bringen sie in Richtung Neuroektoderm und dann betten wir sie ein in eine Substanz, die nennt sich Matrigel. Das ist so eine gelartige Substanz und in der wachsen sie dann zunächst
in stehender Kultur und dann leicht geschüttelt heran. Und was dann passiert in diesen Organoiden ist, die Zellen sortieren sich aus und ordnen sich an in einer Art und Weise, die einem menschlichen Gehirn entspricht. Hier unten sind die Stammzellen, die teilen sich, bilden Nervenzellen. Diese Nervenzellen wandern dann nach außen. Und ein typisches Organoid sieht dann so aus, wo wir hier das menschliche Großhirn haben. Hier ist der sogenannte Ventrikel, also ein Hohlraum, der um den herum sich das Gehirn ausbildet. Hier sind die Stamm- und Vorläuferzellen, hier außen bilden sich die Nervenzellen aus. Hier unten ist die Region des Gehirns, die die Gehirnflüssigkeit herstellt, und da oben hat es noch andere Gehirnregionen. So sehen Organoide in Wirklichkeit aus, relativ unspektakuläre weiße Gewebebälle, die unsichtbar sind, aber wenn wir sie richtig behandeln, dann können sie Strukturen wie diese ausbilden, die einem menschlichen Auge entsprechen. Und wenn wir die Aktivität dieser Organoide sichtbar machen, dann kriegen wir Filme wie diesen, wo jede Nervenzelle anfängt zu leuchten, wenn sie elektrisch aktiv ist. Und was Sie hier sehen können, ist, dass es Pulse gibt an Aktivität, die durchaus nicht ganz unähnlich sind dem, was in einem frühen menschlichen Fötus passiert. Aber für uns wichtig ist, dass wir mit diesen Organoiden etwas Sinnvolles machen können. Wir können sie verwenden, um menschliche Neuroentwicklungserkrankungen nachzuahmen. Das haben wir zuerst getan mit der sogenannten Mikrozephalie. Mikrozephalie ist eine schreckliche Erbkrankheit, bei der das Gehirn einer Patientin oder eines Patienten zu klein wird. Wir haben mit einer Klinik zusammengearbeitet, um pluripotente Stammzellen von einem Patienten mit Mikrozephalie herzustellen. Hier ist ein normales Organoid, hier ist das Organoid des Patienten mit Mikrozephalie. Sie können sehen, dass das viel kleiner ist. Wir haben dann angefangen, die Ursache dafür zu suchen und haben das gefunden in einem Gendefekt, in einem Gen, das nennt sich CDK5-RAP2. Und das Interessante ist nun, wir können diesen Gendefekt mit CRISPR-Cas9 reparieren und dann hat das Organoid wieder seine normale Größe. Das heißt, wir können dann diese Neuroentwicklungserkrankungen untersuchen und wir können eindeutig Gene den Erkrankungen zuordnen. Ihre Primetime haben die zerebralen Organoide erlebt 2015, als die Welt das letzte Mal in einer Situation war, einer globalen Pandemie, ausgelöst durch das Zika-Virus, das ursprünglich aus Afrika kam und dann im Jahr der Olympischen Spiele in Brasilien aufgetaucht ist, wo es von Stechmücken übertragen wurde und zu einer Pandemie geführt hat. Und was man gemerkt hat, ist, dass zur gleichen Zeit es zu einem rapiden Anstieg kam der Fälle von Mikrozephalie. Und es waren dann tatsächlich Experimente in Organoiden, nachdem man das in Tierversuchen nicht nachahmen konnte, die dazu geführt haben, den Zika-Virus ursächlich verantwortlich für diese Erkrankung zu machen. Hier ist ein normales Organoid, hier ist ein Organoid, das mit diesem Zika-Virus behandelt ist. Und das kann man nun verwenden, um die Mechanismen dieser Mikrozephalie zu untersuchen. Hier sind zwei Substanzen, die man hier drauf tun kann, um den Effekt etwas zu mildern. Also die Verbindung zwischen dem Zika-Virus und Mikrozephalie wurde gezeigt über ein Organoidmodell. Man kann die Organoide auch für andere Erkrankungen anwenden. Wir haben eine Methode entwickelt, um DNS in diese Organoide einzubringen. Und das können wir tun, um tumorerzeugende Gene einzuschalten. Und dann bekommen wir hier solche Gehirntumormodelle, an denen man auch die Wirksamkeit bestimmter Medikamente testen kann. Und die neueste Entwicklung, Elisabeth Binder hat es schon erwähnt, ist die Einzelzellanalyse. Dabei wird ein Organoid zerlegt in all seine einzelnen Zellen. Das wird auf eine Art und Weise getan, dass man jede dieser einzelnen Zelle mit einer kleinen Fahne, mit einer kleinen Markierung versieht. Und dann wird die gesamte RNS dieser einzelnen Zellen bestimmt. Und was wir dann machen können, ist, wir können für jede einzelne dieser Zellen voraussagen, welche Gene in dieser einzelnen Zelle aktiv waren. Das kann man dann machen im Vergleich zwischen einer gesunden und einer erkrankten Patientin. Und so ist es uns vor kurzem gelungen, mit einer Krankheit, die sich tuberöse Sklerose nennt,
die Vorläuferzellen zu identifizieren, die für ein Phänomen verantwortlich sind, das es nur beim Menschen gibt, nämlich die Einwanderung von Interneuronen in den Kortex nach der Geburt. Das ist ein Phänomen, das man bei normalen Labortieren nicht findet und deswegen nur in diesen Organoid-Modellen vernünftig untersuchen kann. Also Organoide sind sehr erfolgreich, aber sie haben bestimmte Probleme. Zu einem haben sie keine Blutgefäße, zum anderen haben sie kein Immunsystem. Sehr viele Zellen sterben, vor allem in der Mitte des Organoids, wo kein Sauerstoff hinkommt. Und die Zellen in Organoiden sind unter metabolischem Stress. Das heißt, die Zellkulturmedien spiegeln das Medium im wirklichen Gehirn nicht komplett wider. Und vor allem, sie verändern sich mit der Zeit. Und das ist ein Problem in diesen Organoidkulturen. Einige dieser Probleme kann man darauf überwinden, dass man die Organoide nimmt und in das Gehirn einer Maus einpflanzt. Das kann man tun. Und dann fangen Blutgefäße an, hier hinein zu wachsen und dieses Organoid mit Blut zu versorgen. Und die Nervenzellen dieses Organoids verbinden sich dann auch mit denen einer Maus. Diese Experimente wurden in den USA gemacht und sind aber nur eine Übergangsstufe, denn es sind extrem kompliziert, extrem teuer und natürlich nicht das Ziel einer Forschung, die die Vermeidung von Tierversuchen eigentlich zum Ziel hat. Aber darauf kann man nun untersuchen, welche Parameter braucht es, damit diese Blutgefäße einwandern. Zusammenfassend möchte ich sagen, Organoide können im Augenblick schon die menschliche Gehirnentwicklung sehr, sehr gut widerspiegeln. Die Kulturen können für Jahre gehalten werden, verlieren dann aber ihre schöne dreidimensionale Struktur. Sie können im Augenblick Erbkrankheiten mit sehr starken Defekten widerspiegeln, Gehirntumore, die Wanderung von Zellen können wir untersuchen. Und was wir auch machen können, ist, wir können Nervenverbindungen zwischen ganz spezifischen Gehirnarealen, beispielsweise dem Großhirn, dem Rückenmark und den ausführenden Muskeln rekapitulieren. Was wir wahrscheinlich in Zukunft können werden, ist, wir werden Modelle für häufigere Erbkrankheiten entwickeln können, bei denen man keine morphologischen Unterschiede mehr findet, sondern nur Unterschiede in der Anlage der verschiedenen Schaltkreise. Ich denke auch, dass wir dazu kommen werden, dass man die Organoide verwenden kann für die automatisierte Suche nach Medikamenten mithilfe solcher Krankheitsmodelle und einfache Schaltkreise im Gehirn werden wir wohl auch nachbilden können. Was wir aber sicherlich niemals können werden, und ich kann Ihnen ja nachher erklären, warum ich denke, dass das nicht passieren wird, ist, dass Organoide ein Modell werden können für komplexe kognitive Prozesse, ein Modell für individuelle Intelligenz, Unterschiede im Verhalten oder in Intelligenz zwischen einzelnen menschlichen Individuen. Und ich sage, dass das nicht passieren wird, weil der ganzen Organoidforschung ein Prinzip zugrunde liegt, und das ist die Selbstorganisation von menschlichen Zellen. Wir tun relativ wenig, damit sich diese wunderbaren Organoide entwickeln. Das heißt aber auch, wir vertrauen einer Eigenschaft, die die Zellen des Menschen in sich haben. Das funktioniert bis zu einem bestimmten Punkt. Aber wenn es dann nicht mehr funktioniert, wird es für uns sehr schwer, das zu überwinden. Aber es muss es gar nicht, denn bereits mit den Organoid-Modellen, die wir im Augenblick haben, denken wir, dass wir einen großen Beitrag zur Erforschung neurologischer und psychiatrischer Erkrankungen leisten können. Und damit bin ich am Ende und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, und wir sagen an dieser Stelle vielen Dank, Professor Knoblich, dass Sie uns da auf den neuesten Stand gebracht haben. Und Professor Knoblich, Sie dürfen sich noch nicht zurücklegen. Ich starte nämlich auch direkt mit Ihnen. Aber kurz noch ein Wort, liebe Zuschauer. Wir beginnen jetzt mit der Diskussion. Und es gibt im Prinzip nicht viele Spielregeln. Aber einmal möchte ich kurz drauf kommen auf unsere Spielregeln. Die lauten nämlich, ich starte erstmal alleine mit den Experten. Aber natürlich können Sie sich auch einbringen. Ab einem gewissen Zeitpunkt werde ich öffnen für Ihre Fragen. Und jetzt fragen Sie sich, wie schicke ich denn die Fragen? Einige von Ihnen haben das sogar schon geschafft. Ich erinnere nochmal, gucken Sie unter Ihrem Live-Videofenster relativ mittig, das kleine Kästchen, da steht, stellen Sie hier Ihre Frage, also da, wo Sie vorhin abgestimmt haben, genau da
können Sie Ihre Frage reinpacken. Diese Frage läuft dann bei mir auf und je nachdem, wie viel das ist, wie sehr sich das füllt, logischerweise öffne ich früher für Ihre Fragen oder vielleicht auch etwas später. Aber erstmal starten wir hier noch kurz alleine und dann werde ich aber natürlich gucken, so viele Fragen wie möglich von Ihnen unterzubringen. Eine kann ich vielleicht schon klären. Sehen Sie es mir nach. Ich muss dafür immer ganz kurz zu dem anderen Monitor wechseln, wende mich kurz von Ihnen ab. Das ist, weil ich dann auf die Fragen auf den Chat schaue. Es gab nur bislang eine Frage, wie lange existiert die Leopoldina? Das können wir aufklären. Hier steht bei mir als Antwort vom Veranstalter seit 1652, aber als Nationalakademie erst seit 2008. Diese Frage haben wir schon geklärt und ich bin mir sicher, weitere Fragen kommen dann wahrscheinlich noch. Herr Knoblich, ich wollte mit Ihnen starten und ich stelle Ihnen sofort die Fragen aller Fragen. Und zwar, Herr Knoblich, ich muss einmal gucken, sind Sie denn noch da? Der Herr Knoblich ist, glaube ich, rausgeflogen oder eingefroren. Ich bin schon wieder da. Ah, Sie sind schon wieder da, sonst hätte ich die Frage an den Herrn Singer gegeben. Na, heute haben wir aber dann alle Klassiker einmal drin. Herr Knoblich, die Frage aller Fragen. Haben solche Gehirnorganoide, also es sind ja eigentlich kleine Gewebestücke, noch einmal ganz kurz Verständnisfrage vorneweg, wie groß sind die eigentlich? Das konnten wir jetzt bei Ihrer schönen Grafik mit den Farben nicht sehen, aber wir reden ja von wenigen Millimetern, ne? Das ist korrekt. Etwa fünf Millimeter. Ne? Nun, damit man mal die Größendimensionen vor Augen hat, weil man das in der Grafik vielleicht nicht so ganz gesehen hat oder dachte, die sind noch größer. Die Frage aller Fragen lautet, können die irgendwie ein Bewusstsein entwickeln? Sie sagen selber, ich habe es selber angekündigt, dass Sie es ausschließen, dass es ein vollständig funktionsfähiges Gehirn ist. Es ärgert Sie auch, wenn es damit verglichen wird. Aber was macht Sie so sicher, dass Sie das Bewusstsein bei diesen Gewebestücken wirklich ausschließen können? Also zunächst einmal weiß ich gar nicht, ob ich es ausschließen würde, denn das Problem ist, und da müssen Sie wirklich den Herrn Singer fragen, der Begriff Bewusstsein ist nicht klar definiert. Es gibt durchaus Kulturen auf unserem Planeten und Religionen, die auch die jedem Lebewesen ein Bewusstsein zuschreiben, auch Einzellern. Und wenn man das so definiert, dann hätten die Organoide natürlich schon ein Bewusstsein. Das Bewusstsein ist etwas, was wir subjektiv über uns selbst erfahren. Wir wissen, dass wir ein Bewusstsein haben, aber streng genommen ist es extrem schwer herauszufinden, ob jemand anders ein Bewusstsein hat. Vor dem Hintergrund kann man das Organoid nur daran messen, an all den Dingen, die wir wissen über Sinneseindrücke, wann sie uns bewusst werden. Und da stellt sich halt heraus, dass Bewusstseinserfahrungen doch das ganze Gehirn beanspruchen. Und da sind wir doch extrem weit davon entfernt. Das heißt, je nachdem, welche Definition man anlegt, kann man das nicht ausschließen. Aber wenn man unter Bewusstsein sich das vorstellt, dass man sich selbst bewusst ist, dann kann man das sicher ausschließen. Erstens mal haben diese Organoide keinerlei sensorischen Input. Also unser Gehirn ist ja mehr oder weniger ein Organ, das ein Bild, ein Abbild macht von dem, was wir von der Umwelt erfahren. Und wenn wir von der Umwelt halt nichts erfahren, dann kann man da auch kein Abbild machen. Und zum Zweiten ist es einfach so, dass sowohl die Zahl der Nervenzellen als auch die Komplexität der Nervenzellen einfach dem in einem menschlichen Gehirn überhaupt nicht entspricht. Also überhaupt nicht. Herr Singer, dann frage ich Sie auch direkt, weil Sie haben ja auch verraten im Vorgespräch, dass Sie deswegen in der Leopoldina Arbeitsgruppe Hirnorganoide sind, weil es eben unter anderem auch um diese Fragen geht, könnte sich da so eine Art Bewusstsein entwickeln, könnten die auch Schmerz empfinden? Wie stehen Sie dazu? Ich glaube, ich teile die Meinung von Herrn Knoblich natürlich. Bewusstsein in der Tat ist ganz schlecht definiert. Und wenn man sich aber in einen panpsychistischen Standpunkt stellt und sagt, Bewusstsein ist allen anderen vorgängig, bestimmt die Natur, dann beenden wir die Diskussion hier, dann können wir nicht weiterreden. Aber wenn wir dem naturwissenschaftlichen Ansatz folgen wollen und untersuchen, wann oder welches die Voraussetzungen für bewusste Wahrnehmung ist, für Schmerzwahrnehmung, für die Angelsachsen sagen dazu, to be a sentient being, also ein empfindsames Wesen zu sein,
dann sind dafür Voraussetzungen erforderlich, die man in Organoiden auf gar keinen Fall finden wird, die man selbst bei sich entwickelnden menschlichen Embryonen erst sehr spät in der Embryonalentwicklung finden wird. Obgleich dort sich Gehirne entwickeln, eingebettet in einen sich ebenfalls selbst organisierenden Organismus, mit Sensorium verbunden werden, mit Effektoren verbunden werden, die können Muskeln innervieren. Wir haben also alles, was man bräuchte, um irgendwann mal bewusst zu werden. Aber selbst hier sind wir der Meinung, dass in der frühen Phase der embryonalen Entwicklung bestimmte Mechanismen nicht realisiert sind, die notwendig sind, um Bewusstsein oder Empfindsamkeit oder sowas zu entwickeln. Was man sieht, sind bestimmte relativ primitive Reizreaktionsketten, die ich auch natürlich in einem ganz niedrigen Tier wie einem Regenwurm oder in einer Qualle finde. Das findet man auch bei Embryonen relativ früh. Aber wie wir ja alle wissen, erlaubt uns das Gesetz, weil es davon ausgeht, dass bis zur 12. Woche etwa die Gehirne von Embryonen keinerlei Empfindungsvermögen haben, auch weil die Hirnzellen noch nicht mit ihrem Sensorium verbunden sind, die Schwangerschaft zu unterbrechen unter ganz bestimmten Bedingungen. Also hier machen wir Annahmen auf der Basis von naturwissenschaftlichen Erkenntnissen darüber, was erforderlich ist, damit sowas wie Empfindsamkeit entstehen kann. Also das haben wir schon verstanden. Frau Binder, ich möchte Sie noch mal mit reinbringen. Sie forschen ja konkret auch am Max-Planck-Institut für Psychiatrie in München in dem Falle. Sie forschen dort ja auch an Hirnorganoiden und auch an Sie die Frage, also handelt es sich sozusagen um primitive Formen, die so eine Art Reizreaktion, wie wir es gerade gehört haben, dazu in der Lage sind, oder ist da doch mehr? Haben Sie das Grubbel, wenn Sie daran forschen? Nein, ich habe keine Skrupel, an Hirnorganoiden zu forschen. Ich denke, es ist für uns eine Möglichkeit, ein bestimmtes Zeitfenster in der Hirnentwicklung in einer einzigartigen Weise jetzt abzubilden und zu untersuchen, eben, dass wir lebendes, selbstorganisierendes Hirngewebe von Patienten untersuchen können. Das konnten wir bis vor einigen Jahren nicht. Ich denke, das ist ein Riesenfortschritt, sei es mit Hirnorganoiden oder auch mit Neuronen, die man aus diesen pluripotenten Stammzellen oder anderen Zellen differenzieren kann. Und wir wissen ja, dass gerade Jürgen Knoblich hat erwähnt, die genetischen sozusagen Mutationen, die zu auch psychiatrischen Erkrankungen führen kann, die kann man gut untersuchen. Aber in der Psychiatrie wissen wir, dass die Umwelt auch ein wichtiger Risikofaktor ist. Und um diese Umwelt gut zu verstehen, brauchen wir natürlich Zellen, die auch auf Umweltreize reagieren können. Jetzt kann man sagen, was sind das für Umweltreize? Und wir denken, dass gewisse Hormone auch Umweltreize sein können. Und da können wir versuchen, sehen, wie reagieren denn jetzt solche Hirnorganine auf Hormone, die vielleicht in der Schwangerschaft mehr oder weniger auf den Fötus treffen, wie reagieren die denn darauf? Und ich denke, das ist insgesamt eine Methode, diese Zellen besser zu verstehen. Frau Binder, bleiben wir noch ein bisschen bei Ihnen und ich möchte noch ein bisschen mehr erfahren, was machen Sie da genau, wenn Sie an den Hirnorganoiden bei Ihnen forschen? Also wie sieht das genau aus? Welche Art von Hirnorganoiden haben? Sie haben ja gerade auch das Stichwort gesagt, es geht auch tatsächlich nachzuvollziehen, was sozusagen im frühen embryonalen Stadium passiert, und Sie wollen auch vor allem schwangeren Frauen helfen. Was genau machen Sie da? Können Sie uns das nochmal genauer erklären? Genau, also wir verwenden die Hirnorganoide nach dem Protokoll, das in der Gruppe von Jürgen Knoblich entwickelt worden ist. Das funktioniert auch in unseren Händen sehr gut. Und wie gesagt, das ist ein Teil meiner Forschung. Ich bin definitiv keine Hirnorganoid-Expertin, aber es ist für uns eine wichtige Möglichkeit, bestimmte Risikofaktoren, auch Umweltrisikofaktoren abzubilden. Und wir wissen aus großen epidemiologischen Studien, auch in Finnland, wo über 700.000 Kinder untersucht worden sind, dass zum Beispiel, wenn ich gewisse Stresshormone auch vor der Geburt gebe, die gibt man oft zur Behandlung eines Risikos für Frühgeburt. An die Schwangere. An die Schwangeren, genau. Und das ist natürlich sehr wichtig, weil das die Lungenreifung beschleunigt und dem Kind eine höhere Überlebenschance gibt. Aber was jetzt immer mehr klar wird, dass es auch negative Effekte
möglicherweise auf die Gehirnentwicklung hat. Und dass Kinder, die mit diesen Stresshormonen, synthetischen Stresshormonen in der Schwangerschaft behandelt worden sind, ein höheres Risiko haben, dann, wenn sie 10 Jahre alt sind zum Beispiel, tatsächlich auch psychische und Verhaltensprobleme zu haben. Und das wollen wir verstehen, weil natürlich wollen wir verhindern, dass diese frühgeborenen Kinder mit einem Lungenproblem auf die Welt kommen. Wir wollen natürlich auch verhindern, dass sie dann später psychische Probleme haben. Und dazu verwenden wir eben diese Hirnorganoide und versuchen zu verstehen, was passiert denn, wenn wir diese Medikamente mit diesem Hirnorganoid zusammenbringen und dann kombinieren wir das mit dieser Einzelzellsequenzierung, die Jürgen Knöbelk auch vorgestellt hat, um zu sehen, welche Zellen reagieren denn erstmal wie auf diese Hormongabe und sehen, welche Gene werden da reguliert. Und was wir sehen, ist, dass da viele Gene reguliert werden, die auch über genetische Studien mit psychiatrischen Erkrankungen zusammengebracht worden sind. Und dann versuchen wir auch zu sehen, wie verändern sich denn die Entwicklung der Zellen von den Vorläuferzellen in die verschiedenen Neuronen. Und da durch dieses bessere Verständnis vielleicht dann auch die Behandlung optimieren zu können. Herr Knoblig, Sie sind ja logischerweise da absolut im Thema drin. Würden Sie uns auch noch mal ein bisschen genauer schildern? Sie haben schon gesagt, wie so eine Art Hirnorganoid, das haben Sie in Ihrem Vortrag gesagt, wie das Ganze entsteht. Aber was erforschen Sie, also wo ist Ihr Stand gerade? Was erforschen Sie jetzt gerade ganz konkret an diesen Hirnorganoiden? Ich glaube, eine der also die Forschung in meinem Labor gliedert sich in 3 Teile und ich glaube, das widerspiegelt auch den Stand dieser Forschung. Das eine ist, wir versuchen die Organoide zu verwenden, um Gruppen von Genen auf ihre Krankheitsrelevanz zu untersuchen. Also es ist ja oft so, dass es zum Beispiel für Autismus gibt es eine Kollektion an Genen, die sind da irgendwie dafür verantwortlich. Das ist auch bei Mikrozephalie so. Ja. Und dann ist es immer ein riesengroßer Prozess herauszufinden, was nun dieses einzelne Gen im menschlichen Gehirn tut. Und das machen wir in Gruppen, in denen wir alle diese Gene auf einmal ausschalten in einem Organoid und jedes in einer bestimmten Zelle am Schluss auf eine Art und Weise, wo man am Schluss diese Zellen wieder auseinandernehmen kann. Und zum Zweiten hatten wir jetzt irgendwie, ich habe das kurz erwähnt, diese tuberöse Sklerose, die uns darauf gebracht hat, dass es da Prozesse gibt im menschlichen Gehirn, die so einfach bei Labortieren wie der Maus nicht stattfinden und dass die erklären, warum in menschlichen Organoiden man diese Krankheit jetzt nachbilden kann und in der Maus zumindest mit der identischen genetischen Struktur einfach nicht. Und das Dritte, was wir versuchen, ist, wir versuchen Schaltkreise nachzubauen. Also wir bauen bestimmte Teile des Gehirns und fügen die dann zusammen. Und eine der Sachen, an der wir gerade arbeiten, ist im ganz wichtigen Schaltkreis zusammenzubauen, nämlich der von dem dopaminergen System. Das ist das System, das kaputt geht bei der Parkinson'schen Erkrankung, okay. Und das wo aber auch Drogen wirken, wie Kokain oder die meisten Psychopharmaka. Deswegen ist das von einer ganz großen Relevanz. Und das machen wir, indem wir die Organoide auf eine bestimmte Art und Weise zusammen engineeren und dann wachsen da wirklich die Nervenfasern in den richtigen Teil ein. Das heißt, wir können natürlich nur die Entwicklung dieses Systems nachbauen, nicht die Aufrechterhaltung oder die Funktion des Systems, aber das sind so die Dinge, an denen wir gerade arbeiten. Und Herr Knoblig, Sie haben es vorhin erwähnt, Sie haben ja gesagt, Forscher, in dem Falle Forscher aus den USA, die haben diese Hirnorganoide auch Mäusen eingepflanzt. Mhm. Was hat man sozusagen dann hinterher feststellen können? Also man hat die eingepflanzt, konnten die Mäuse dann hinterher bestimmte Testaufgaben besser lösen oder die mit den menschlichen Zellen sozusagen im Vergleich zu normalen Mäusen? Was hat man denn da genau herausgefunden? Was ist da der neueste Stand? Mhm. Ja, interessanterweise war genau das ein Experiment, das von den Forschern verlangt wurde. Und nein, das passiert natürlich nicht. Also Sie müssen sich jetzt mal... Das funktioniert nicht. Die sind nicht cleverer. Dass die Mäuse gescheiter machen oder sowas. Ja.
Ja. Es verändert sich eigentlich nichts an dem Verhalten. Und das ist auch überhaupt nicht überraschend, ja. Denn Sie müssen sich mal vorstellen, also hier geht es um 5 mm Stück menschliches Gehirngewebe. Ne? Bei manchen Operationen von Gehirntumoren oder zum Teil auch bei Epilepsiepatienten werden viel, viel größere Gewebestücke von den Patienten aus einem menschlichen Gehirn entfernt. Und kein Mensch käme dann auf die Idee, diesen herausoperierten Gewebestücken ein Bewusstsein zu schreiben, obwohl diese Stücke dann natürlich sehr, sehr viel besser organisiert sind als ein Organoid. Ich glaube, diese Experimente der Maustransplantationen waren in erster Linie einfach ein Proof-of-Principle-Experiment. Also wurde einfach geschaut, ob sowas im Prinzip möglich ist und ob es dann zur Blutversorgung kommt. Man muss vielleicht einschränkend hier sagen, wenn man ein Organoid in ein Mausgehirn einpflanzt, dann bleibt das nicht als Organoid erhalten. Die Zellen diffundieren und auch das Organoid integriert sich in das Mausgehirn, aber es bleibt jetzt nicht als funktionelle Einheit hier erhalten. Und Herr Knoblich, ja, wenn ich da reingehen darf, weil da passt wunderbar bereits schon eine Zuschauerfrage dazu. Ich greife sie jetzt schon auf, weil sie hier genau passt. Und zwar fragt ein Zuschauer Vera, ich habe keinen Namen, aber liebe Zuschauer, wenn Sie Ihren Namen komplett mit reingeben, dann nenne ich den hier an dieser Stelle auch gerne. Sie fragt, warum werden die Organoide von der Maus nicht abgestoßen, sondern vaskularisiert, also an die Blutgefäße angeschlossen? Warum werden die nicht abgestoßen? Entschuldigung, aber da war schon direkt eine Verständnisfrage. Okay, sehr gut, sehr, sehr gute Frage. Vielen Dank. Ich habe das vergessen zu erklären. Diese Mäuse sind auf eine Art und Weise genetisch verändert, dass das Immunsystem abgeschwächt ist. Und aber dadurch funktioniert das. Interessanterweise auch ins Gehirn. Also Nervenzellen, die ins Gehirn transplantiert werden, lösen eine schwächere Immunantwort aus. Das ist anders, als wenn man es woanders transplantiert. Aber in dem Fall waren die sicherlich, das Immunsystem war genetisch abgeschwächt. Aber es ist ein sehr guter Punkt. Und wenn Sie nochmal zusammenfassen, Sie haben das schon erwähnt, wir wollen ja natürlich logischerweise auch nochmal auch Erfolge schauen, die man eben auch schon durch die Hirnorganoid-Forschung hat. Sie hatten erwähnt, dass man sozusagen das Zika-Virus, dass man eben klar nachweisen konnte anhand Hirnorganoide, dass das eben zu Mikrozephalie führt, dass das ein großer Erfolg war. Gibt es noch einen weiteren Erfolg, den Sie nennen würden oder wo Sie denken, der steht bald an? Ich frage mal so, in die Zukunft geplant. Gibt es einen sichtbaren Erfolg, der kommen könnte durch die Hirnorganoide? Also es gibt mehrere Publikationen, die zum Beispiel gezeigt haben, dass man charakteristische Veränderungen in der Gehirnaktivität, die zum Beispiel in der Epilepsie passieren, dass man die in Organoiden zumindest ansatzweise nachvollziehen kann. Und da gibt es auch die großen Pharmafirmen fangen an, darüber Forschung zu machen. Und die könnten als Modellsystem für die Entwicklung von Medikamenten gegen diese Erkrankungen erwähnt werden. Also die Erfolge sind im Augenblick noch in der Grundlagenforschung, Erfolge von einer Art und Weise, dass man sagt, okay, hier ist jetzt ein Medikament entwickelt worden, gibt es noch nicht, aber ich glaube, die stehen an. Also das ist man schon relativ weit. Es gibt Gehirntumormodelle zum Beispiel, an denen man forschen kann. Und Sie müssen sich mal vorstellen, also ich meine, wir sind ja eigentlich eingeschränkt, wir können ja eigentlich am Menschen nicht forschen. Und das ist ja auch ein riesengroßes Problem. Wir machen Tierversuche, wir brauchen auch Tierversuche, aber sehr, sehr oft lassen die sich dann auf den Menschen nicht übertragen. Und ich glaube, es ist dieser Gap, dieser Spalt, der sich durch Organoide überwinden lässt. Und weil Sie das Thema gerade angesprochen haben, Herr Knoblich, habe ich doch noch eine Frage direkt auch an Sie. Tierversuche, die Hoffnung könnte ja auch sein, bei der Verwendung von Hirnorganoiden, dass man Tierversuche dann auch reduzieren kann. Wie ist es konkret bei Ihnen?
Also in meinem Labor wurden die Tierversuche sicherlich dramatisch reduziert, aber ich nehme das jetzt nicht für mich in Anspruch, dass ich das komplett vermeiden will. Ich gehöre nicht zu denjenigen, die sagen, wir ersetzen Tierversuche. Ich meine, man muss einfach jedem ein bisschen dafür glauben, es macht niemand gerne. Ja. Es macht keinen Spaß, Tierversuche zu machen. Also das ist jetzt nicht so. Ja. Das heißt, wir versuchen alle, das zu reduzieren, soweit wir das können. Das kann man auf zwei Arten machen. Man kann einfach an was anderem forschen, indem man einfach aufhört, an krankheitsrelevanten Sachen zu forschen. Meines Erachtens keine gute Lösung. Und die andere Art und Weise ist, Tierversuche einfach sehr, sehr gezielt zu machen. Auf eine Art und Weise, dass die Ergebnisse sich relativ gut auf den Menschen übertragen lassen. Und da sehe ich eigentlich die Bedeutung der Organoid-Forschung. Wenn ich tausende Tierversuche mache, um ein Medikament zu testen, zu entwickeln, das sich dann beim Menschen nicht anwenden lässt, dann habe ich die doch umsonst gemacht. Und ich glaube, solche Misserfolge werden wir vielleicht reduzieren können. Also da sehen Sie eine Chance. Professor Singer, ich bringe Sie noch mal mit rein, weil Sie mir im Vorgespräch auch verraten haben. Ich habe Sie gefragt, was ist denn aus Ihrer Sicht die größte Baustelle? Wir wollen hier durchaus natürlich auch über Probleme reden, die wir angehen müssen. Was ist sozusagen eine der größten Baustellen, wenn es auch um Hirnforschung geht? Und Sie haben gesagt, Tierversuche. Herr Singer, warum sind die Tierversuche aus Ihrer Sicht die größte Baustelle? Ist nicht die größte epistemische Baustelle. Eine der größten, ja. Die Erkenntnisfragen anlangt, ist das nicht die größte Baustelle, aber es ist die ethisch am herausfordern. Ja. Ja, wir können im Augenblick auf Tierversuche nicht verzichten. Und ich muss daher knobelig ein bisschen widersprechen. Die Übertragbarkeit grundsätzlicher Funktionsprinzipien vom Tier auf den Menschen ist aber schon aufgrund dessen, was ich eingangs ausgeführt habe, natürlich gegeben, weil die strukturellen Bedingungen zwischen den unterschiedlichen Gehirnen so unglaublich ähnlich sind aufgrund der gemeinsamen evolutionären Abstammung. Eine Nervenzelle der Maus funktioniert nach genau den gleichen Prinzipien wie eine Nervenzelle im menschlichen Gehirn. Und wir können aus Tierversuchen, vor allen Dingen, wenn man mit höher organisierten Tieren arbeitet, sehr, sehr gut auf menschliche Eigenschaften schließen, diese Voraussagen. Wir haben aufgrund von Tierversuchen nicht invasive bildgebende Verfahren entwickelt, die es uns erlauben, am wachen Menschen schmerzfreie Hirnaktivität abzuleiten, zu interpretieren, weil wir wissen aus dem Tierversuch, wie diese Aktivität zu interpretieren ist. Und daraus wissen wir, dass es zwischen den kognitiven Leistungen der höheren Primaten, Büscheläffchen oder Rhesusäffchen und den kognitiven Leistungen von Menschen minimale Unterschiede nur gibt. Natürlich ist das Sprachvermögen, das ist die fehlende Einbettung in eine soziokulturelle Umwelt. Also alles das, was uns die kulturelle Evolution an epigenetischen Hirnfunktionen zusätzlich geschenkt hat, weil wir in einem soziokulturellen Umfeld aufwachsen und in dem geprägt werden, was unsere Hirnfunktionen prägt. Aber alles das, was darunter liegt, die elementaren Funktionen, können im Tier natürlich vollkommen nachgebildet werden. Es fällt uns immer schwer, die Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass wenn wir versuchen wollen, die höheren kognitiven Funktionen von Gehirnen zu verstehen. Und das sind die Funktionen, die das Problem von Elisabeth Binder sind, denn diese Funktionen sind gestört. Wenn man mal von anderen neurologischen Erkrankungen absieht, die auf Bewegungsstörungen zurückgehen oder degenerative Erkrankungen. Aber die komplexen Erkrankungen, die mit Wahrnehmungsstörungen, Delusionen, mit Denkstörungen einhergehen, die lassen sich nicht an Modellen wie den Hirnorganoiden oder sowas untersuchen. Dort kann man zelluläre Prozesse untersuchen, weil die Zellen biochemisch natürlich sehr ähnlich sind, sodass man Pharmakologie damit treiben kann. Man kann schauen, wie die darauf reagieren, wenn man eine bestimmte Droge gibt. Aber wenn Sie wissen wollen, wie Zellen im Verbund kognitive Leistungen hervorbringen, die bei psychiatrischen Erkrankungen gestört sind, dann müssen Sie diese Zellen in ihrem normalen zellulären Verband untersuchen.
Denn das Gehirn hat eine unglaublich komplexe innere Struktur, die sich beim Menschen in neunmonatlicher Embryonalentwicklung zunächst mal herstellt und dann in der nachgeburtlichen Entwicklung bis zum 20. Lebensjahr durch Erfahrung und Erziehung und Interaktion mit Umwelt ständig weiter geformt wird, sodass also erst mit 20 Jahren die Architektur auskristallisiert, mit der man dann den Rest des Lebens zurechtkommen muss. Und wenn Sie Funktionen untersuchen wollen, die so ein System hervorbringt, dann müssen Sie dieses System selbst untersuchen. Wir tun das am Menschen so gut wir können, so weit wir können. Und es gibt mittlerweile auch die Möglichkeit, mit der Auflösung, die für uns notwendig ist, nämlich einzelne Zellen bei ihrer Arbeit zu beobachten, das auch am Menschen zu tun. Weil bei bestimmten nicht behandelbaren Epilepsien, aber auch zur Therapie von Parkinson-Erkrankten, Elektroden ins Gehirn gepflanzt werden beim Menschen. Das kann man machen, weil das Gehirn nicht schmerzempfindlich ist. Also Sie meinen die tiefe Hirnstimulation, dass wir oder den Hirnschrittmacher, wie man oft sagt bei Parkinson, da werden Elektroden eingepflanzt, die dann die Bewegungsabläufe stimulieren. Über diese Elektroden wird therapeutisch gereizt, aber man kann nachher eine Aktivität ableiten natürlich. Mhm. Und das Gleiche geschieht bei der Epilepsie-Diagnostik. Es gibt ungefähr 30% der Epilepsien, die pharmakologisch nicht behandelbar sind. Bei denen muss man den Herd im Gehirn finden, von dem der Krampf ausgeht, und dann muss man den chirurgisch entfernen. Um diesen Herd zu finden, muss man Hirnaktivität ableiten, und das macht man heutzutage an ganz vielen Zentren so, dass man ins Gehirn Elektroden implantiert, 5 bis 10, die das Gehirn durchdringen, sehen Sie als Stricknadeln, an denen Elektroden angebracht sind, mit denen man Hirnaktivität misst. Und der Patient hat diese Elektroden implantiert, 2 Wochen lang, 3 Wochen lang, ist wach, liegt in seinem Bett. Und die Ärzte warten darauf, dass ein Anfall sich vorbereitet, um rauszukriegen, wo er seinen Ursprung hat, um dann die entsprechende Stelle chirurgisch, stereotaktisch meistens zu entfernen. Während der Patient im Bett sitzt und sich langweilt, sind ja vollkommen unbehindert, die haben nur diese Kabel aus dem Schädeldach kommend, kann man mit diesen Patienten die gleichen Aufgaben stellen und Forschung treiben, die man auch mit im Tierversuch machen kann. Man zeigt ihnen am Monitor irgendwelche Aufgaben, die müssen Gedächtnisaufgaben lösen, die müssen Erkennungsaufgaben lösen, und während sie diese Aufgaben lösen, kann man Hirnaktivität ableiten und sehen, ob die Hypothesen, die er aus dem Tierversuch gewonnen hat, sich beim Menschen auch verifizieren lassen. In allermeisten Fällen funktioniert das, weil, wie gesagt, die Hirne so ähnlich funktionieren. Und man kann auch kognitive Leistungen untersuchen, wie Sprache zum Beispiel, die man beim Tier nicht untersuchen kann. Das wird sehr viel gemacht, ist ethisch offenbar kein Problem, denn die Patienten werden durch diese Versuche nicht weiter belastet. Die werden eher abgelenkt. Das sind so Videospiele, die sie machen müssen. Es ist schmerzfrei, weil das Gehirn nicht schmerzempfindlich ist. Das Problem für die Wissenschaftler ist, dass wir natürlich nicht dem Chirurgen sagen können, ich hätte gerne meine Elektroden hier oder dort. Der muss die Elektroden da setzen, wo die klinische Fragestellung das diktiert. Und das ist ein Problem für Grundlagenforscher, die müssen halt dann nehmen, was sie bekommen, was nicht immer ideal ist. Also nochmal hier ein Plädoyer für Grundlagenforschung, aber auch für nochmal eine andere Erforschungsmethode des Gehirns, dass man an den Patienten arbeitet, beispielsweise durch Elektroden, und sie dann Aufgaben umsetzen lässt. Frau Binder, ich komme auch nochmal dazu zu Ihnen, weil Sie auch gesagt haben, jetzt mal losgelöst von den Hirnorganoiden, wir sprechen nochmal über neue Forschungsmethoden, und Sie haben mir verraten, dass Sie sich eben neue Forschungsmethoden wünschen, um mehr über das Gehirn zu erfahren. Sie haben jetzt abseits von den Hirnorganoiden, an denen Sie ja schon arbeiten, haben Sie gesagt, Sie wünschen sich auch, dass wir sozusagen mehr Daten nutzen können. Sie wollen mehr Big Data haben. Können Sie uns da noch mal ein Beispiel erklären, welche Art von Daten hätten Sie gerne von Ihren Patienten und was könnten Sie aus diesen Daten ableiten? Ja, ich denke, wir wissen immer sehr wenig über unsere Patienten. Wir befragen sie und versuchen natürlich eine korrekte Anamnese zu machen, aber wir wissen nichts über ihre Genetik. Wir wissen auch nicht, wie verhalten sie sich denn zum Beispiel zu Hause. Wir wissen nicht, wie reagiert ihr Stresssystem. Wir wissen wenig über ihren Schlaf. Man könnte auch bildgebende Verfahren noch besser einbringen. Und
man könnte verschiedene Verhaltenstests mit Patienten durchführen und diese ganzen Daten dann zusammenschließen und über Artificial Intelligence versuchen, Muster zu erkennen, die vielleicht eine Signatur für eine bestimmte Ursache dann zusammen sind. Mhm. Es ist im Moment noch so, dass wir alleine durch die Genetik oder alleine durch irgendwelche Biomarker nicht zu einer Diagnose kommen. Das heißt, wir brauchen wahrscheinlich diese verschiedenen Beobachtungsebenen, die wir dann zusammenschalten müssen, um Fortschritte für die Patienten zu erzielen. Und ich bin mir sicher, Sie würden ja vielleicht sogar genug Freiwillige finden, die da mitmachen würden. Also warum werden diese Daten, von denen Sie gerade sprachen, dass wir mehr Daten bekommen zu den Schlafgewohnheiten, zur Mobilität, zu Stressfaktoren, warum erheben wir diese Daten denn nicht schon? Und künstliche Intelligenz oder Tools, um das auszuwerten, haben wir doch garantiert auch schon. Das heißt, ja, warum machen wir das noch nicht? Klar, es ist teuer. Erstmal teurer als jetzt, was wir in der Psychiatrie machen. Das ist vielleicht aufwendig vom therapeutischen Einsatz, aber technisch nicht sehr aufwendig. Das heißt, das müsste sich auch das Gesundheitssystem dazu entscheiden, sozusagen mehr zu investieren in Diagnostik, auch in der Psychiatrie. Das wird im Moment nicht vergütet. Also Bluttests über ein bestimmtes Maß, aber auch die Genetik wird nicht vergütet oder zusätzliche andere Parameter, das wird im Moment noch nicht vergütet. Das heißt, wir müssen erstmal zeigen, dass es wirkt. Und das sind eben Dinge, die wir eben versuchen, auch am Max-Planck-Institut für Psychiatrie zu machen. Und da sehen wir auch, dass viele Patienten sehr interessiert sind, hier mitzumachen und eben diese Untersuchungen über die verschiedenen Ebenen mitzumachen. Und wir haben testen zum Beispiel an unseren Patienten auch sogenannte Smartwatches, wo wir sehen können, wie viel bewegen sie sich, aber wir können auch ihre Herzrate und die Änderung der Herzrate messen. Das ist ein Indikator für Stress zum Beispiel. Wir können ihnen im Laufe des Tages Fragen stellen, wie fühlen sie sich, wie gestresst sind sie in gewissen Situationen. Wir können Genetik untersuchen, wir können das mit Neuroimaging zusammenschließen, wir können den Schlaf über so kleine Bänder auch im Bett zu Hause theoretisch ableiten. Ich glaube, da braucht es noch diesen Forschungsschritt, damit wir die Krankenkassen auch überzeugen können, dass das sinnvoll ist. Naja, und es ist natürlich auch ein Problem der Akzeptanz, Datenschutz etc. Ne? Also deswegen, man muss natürlich auch logischerweise muss es auch um die Freiwilligkeit gehen und das Ganze muss natürlich abgefragt werden. Ich komme jetzt nochmal zu einem ganz anderen Thema, aber ganz kurz, ich möchte nochmal das Publikum erinnern, wenn Sie möchten, können Sie Fragen stellen. Ne? Ich greife die dann auf. Ich habe auch gesehen, dass schon einige da sind und vor allem geht es in Richtung jetzt nochmal verknoblich, das wird Sie nicht verwundern, es geht nochmal ethische Fragen oder auch rechtliche Fragen, die sich eben stellen. Jetzt noch mal konkret zum Thema Hirnorganoide und ich möchte gerne dazu übergehen. Hier wird insgesamt wird ein-, zweimal gefragt von Anne Papert etwa, welche ethischen Fragen stellen sich aus Ihrer Sicht rund um die Organoide oder stellen sich keine? Ich bin mir sicher, stellen sich ganz viele. Ich versuche es mal ein bisschen vielleicht einzugrenzen und zwar die Frage ist ja, wenn wir so ein Hirnorganoid haben, das ist ja irgendwo, vielleicht kann man sogar weit gehen und sagen, das war ja mal menschliches Gewebe, muss das nicht irgendwie geschützt werden, Herr Knoblich? Und Sie sind ja nun mal auch in der Arbeitsgruppe bei der Leopoldina, wo solche Fragen ja auch gestellt werden. Also haben diese Organoide, sind die schützenswert? Mhm. Also zunächst einmal möchte ich sagen, was vielleicht wichtig ist zu betonen, ist, dass diese ethischen Fragen von der Wissenschaft natürlich ganz, ganz intensiv bearbeitet werden. Wir arbeiten nicht im rechtsfreien Raum. Ich war in einer anderen Arbeitsgruppe von der International Society for Stem Cell Research, die eine Liste von Anforderungen publiziert, regelmäßig, die sogenannten Guidelines. Und wer immer wissenschaftliche Ergebnisse publizieren will, die mit menschlichen Stammzellen, menschlichen pluripotenten Stammzellen erzielt worden sind, der muss sich an diese Guidelines halten. Und die neueste Version dieser Guidelines wurde gerade vor 2 bis 3 Wochen erarbeitet. Und da kommt jetzt dieses Thema Organoide das erste Mal vor. Und da gab es sehr, 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 sehr intensive Diskussionen, übrigens mit Ethikern weltweit, also auch aus China, aus Japan, aus den USA, aus Europa. Da wurde zum ersten Mal jetzt dieses Thema Organoide aufgegriffen.
aber klar betont, dass nach dem derzeitigen Stand der Forschung eine Einschränkung dieser Forschung auch aus ethischen Gründen, vor allem der Gehirnorganoide, nicht anzuraten ist. Dennoch gibt es andere ethische Bereiche, die schon reguliert sind. Also zunächst einmal werden diese Organoide aus iPS-Zellen hergestellt. Diese iPS-Zellen wiederum werden hergestellt aus einer Blutprobe von Patienten. Und diese Patienten müssen natürlich dem zustimmen und denen muss auch erklärt werden, was daraus gemacht wird, dass daraus eben Organoide gemacht werden. Und die Patientinnen und Patienten behalten das Eigentum an ihrer eigenen Gewebeprobe. Mhm. Also nochmal ganz kurz, nur mal blöd nachzufragen, das ist ja auch durchaus dann in dem Fall eine rechtliche Frage, wem gehört denn eigentlich das Hirnorganoid in der Petrischale? Gehört das dem Forscher, der Forschungseinrichtung oder dem Spender? Das Organoid gehört der Forschungseinrichtung. Ja. Schlicht und einfach deswegen, weil es völlig, also Sie müssen sich überlegen, dass hier verschiedene ethische Anforderungen gegeneinander stehen. Das eine ist das Recht der Patienten auf ihre Zellen. Das andere ist aber die ethische Anforderung an Reproduzierbarkeit von Forschung. Das heißt, machen wir ein Gedankenexperiment, es wäre so, Patientinnen und Patienten müssten jedem Experiment, das dann mit den Organoiden gemacht wird, zustimmen, dann wäre das das Ende dieser Forschung, weil das kann man nicht machen. Ja. Mhm. Und es ist auch so, dass in der Wissenschaft es dann die Möglichkeit gibt, dass andere Forscher kritisch unsere Ergebnisse beispielsweise hinterfragen, dass die diese Experimente wiederholen können und schauen können, ja, hat der Knoblich jetzt das richtig gemacht oder hat der gelogen? Ja. Das ist ein inhärenter Bestandteil der wissenschaftlichen Qualitätssicherung. Und deswegen gehören die Organoide nicht den Patientinnen und Patienten. Aber das ist auch in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich geregelt. So ist es in Österreich und in Deutschland, soweit ich weiß, ist es auch so. Und da gibt es dann unterschiedliche Arten der Zustimmung, die Patienten machen können. Also es gibt den sogenannten Informed Consent. Da wird gesagt, okay, das wird mit den Zellen gemacht, die und die und die und die Experimente. Da ist dann eine klare Liste drin und dann können die Patientinnen oder Patienten sagen, okay, ja, da sind wir dafür. Aber wenn man dann andere Experimente machen will, muss man wieder zurückgehen und noch einmal durch die Ethikkommission gehen. Dann gibt es den sogenannten Broad Consent. Da sagen Patientinnen und Patienten, ich will mit meinem Gewebe die Forschung unterstützen und sage, okay, ich gebe mein Gewebe her und was immer damit gemacht wird, ist okay für mich, natürlich unter den ethischen Richtlinien, die generell weltweit für Forschung gelten. Ja. Herr Knoblich, ich gehe noch mal rein, weil Sie gerade, also ich glaube, das war gerade noch mal sehr klar, Sie haben auch gesagt, derjenige, der das Gewebe spendet, der muss darüber aufgeklärt werden und darüber muss man sich Gedanken machen, wie man den aufklärt, ne? Und inwieweit man ihm wirklich sagen kann oder ihr wirklich sagen kann, was mit diesen Hirnorganoiden passiert oder welches Potenzial in dieser Technologie steckt. Ich komme aber tatsächlich noch mal auf die Anfangsfrage zurück. Welchen konkreten Schutz brauchen die im Labor erzeugten, ich nenne es jetzt mal Schöpfungen aus Hirnzellen. Brauchen die einen konkreten Schutz? Ich glaube, im Augenblick nein. Nein. Was wir schon brauchen, ist, Sie müssen sich mal vorstellen, wie weit das Ganze gehen müsste, damit Sie einen Schutz bräuchten. Wenn Sie zum Beispiel Schmerzempfindung hätten, also wenn ich irgendwann einmal im Labor merke, okay, ich stupfe ein Organoid an und das versucht sich in die andere Richtung zu bewegen. Aber da sind wir einfach so meilenweit entfernt davon. Und ich bringe mir diesen Vergleich an zwischen Organoiden und operiertem menschlichen Gehirngewebe, das weitaus komplexer ist und wo einfach niemand darauf käme, das zu schützen. Ich möchte aber noch was sagen, wenn wir die Ethik ansprechen, also was wir auch in diesen verschiedenen Diskussionen sehr extensiv diskutiert haben, ist, dass es auch eine Verantwortung der Wissenschaftler gibt, die meines Erachtens ethisch eher bisschen problematisch
ist nämlich hier keine falschen keine falschen Erwartungen zu wecken. Und da ist in dem Gebiet einiges passiert, was mir ein bisschen missfällt. Da gibt es Leute, die vergleichen Organoide wirklich mit menschlichen Neugeborenen ziehen hier Vergleiche in der Gehirnaktivität heran, die meines Erachtens völlig ungerechtfertigt sind. Oder es gibt in den USA Experimente, wo Organoide einem Roboter eingepflanzt sind, wurden, ja, und der bewegt sich dann so ruckartig und der tut das wegen den Impulsen von diesem Organoid. Da kann ich genauso gut ein Wasserbad reinstellen und jedes Mal, wenn eine Bubble kommt, dann zieht der... Bewegt sich der Roboter. Also, okay. Das ist einfach ein Experiment, das meines Erachtens wirklich darauf abzielt, hier eine falsche Realität in der Öffentlichkeit zu erzeugen. Also auch irgendwo ja auch dann die Angst zu schüren, ne, dass sozusagen der künstliche Mensch dann doch entsteht. Ich gehe aber nochmal eine Stufe weiter, weil dazu gibt es auch eine Zuschauerfrage und das passt jetzt gerade auch sehr gut. Es gibt ja auch die sogenannten Chimären. Sie haben es ja auch selber angesprochen, also beispielsweise Mäuse, die Hirnorganoide implantiert bekommen haben. Und die Frage ist eben auch, welchen konkreten Schutz brauchen diese Tiere, in deren Gehirn, ich nenne das jetzt mal Anteile von menschlichen Gehirngewebestücken sind. Und der Zuschauer, ich habe keinen Namen dazu, aber er sagt eben auch, Chimären machen mir ein bisschen Angst. Und glauben Sie, dass sich das auch stärker in diese Richtung entwickeln kann? Aber vielleicht nochmal erstmal, welchen konkreten Schutz brauchen diese Tiere, die irgendwie im Gehirn menschliche Stammzellen haben? Und zweitens, glauben Sie, dass das noch viel stärker kommen wird? Also zunächst einmal gab es diese Art von Experimenten schon lange vor der Organoid-Forschung. Es gab schon Experimente über die gesamte Glia in Mäusen durch menschliche ersetzt worden. Das sind wunderbare Modellsysteme für die pharmakologische und für die neurologische Forschung. Diese Tiere sind natürlich geschützt. Ich muss jedes einzelne Tier, mit dem wir einen Tierversuch machen, muss genehmigt werden. Ich möchte nochmal betonen, wir haben diese Experimente nicht gemacht, aber ich halte sie für ethisch nicht problematisch, denn selbst wenn Sie das gesamte Mausgehirn ersetzen durch ein menschliches, dann ist es immer noch so klein, es gibt kein menschliches Gewebestück, das einen Zentimeter groß ist, das in irgendeiner Art und Weise Zeichen eines Bewusstseins hat. Das ist nicht möglich. Ja. Problematisch würde es dann, und das wird nun in diesen Guidelines auch reguliert, wenn wir Großtiere herstellen, beispielsweise Primaten, also Affen, bei denen das halbe Gehirn menschlich ist. Das sind Experimente, die so nicht mehr genehmigt würden. Und das übrigens nicht nur in Europa oder in den USA, sondern auch in China und in allen Ländern, die sich an diese Richtlinien halten. Und aus allen Wissenschaftlern, die das dann nach in einer ernstzunehmenden Zeitschrift publizieren wollen. Also davon gehen Sie auch aus, dass sich die Forschung dann daran hält. Das höre ich ja jetzt so raus. Davon gehe ich aus, ja. Davon gehen Sie aus. Also Verbrechen gibt es natürlich, es wäre zumindest ein Verbrechen, das nicht zu zitiert, daran nicht zu halten. Es passieren schlimme Dinge auf der Welt und selbst die beste Gesetzgebung kann das nicht regulieren. Aber ich möchte schon darauf hinweisen, dass es meines Erachtens eine ziemliche Errungenschaft ist, hier Regeln festzulegen, die auf der ganzen Welt gelten. Und nachdem wir alle sehr unterschiedliche kulturelle Hintergründe haben, ist das meines Erachtens eine ziemliche Errungenschaft der Wissenschaft. Mhm. Frau Binder, ich möchte Sie auch nochmal, oder beziehungsweise Herr Singer, ich habe gerade Ihre Handregung gesehen. Habe ich das falsch interpretiert oder regte sich da so ein bisschen Widerstand, Herr Singer, oder war das falsch gedacht? Nein, kein Widerstand. Aber ich wollte nur darauf hinweisen, dass Chimärenbildung gibt es seit 50, 60 Jahren. Ja. Nur, dass man da keine menschlichen Zellen verwendet hat. Aber man verwendet natürlich menschliche Zellen beim Menschen selbst, um bestimmte Krankheiten zu therapieren, indem man Stammzellen injiziert, die sich dort munter vermehren und Verbindungen herstellen. Und es gibt eine Richtung der Parkinson-Therapie, bei der man in der Tat versucht, die zugrunde gegangenen dopaminergen Zellen durch andere Zellen zu ersetzen.
Die müssen nicht von Menschen kommen. Es gibt auch Xenotransplantationen. Wenn man die immunologisch richtig präpariert, können auch Zellen von Tieren im menschlichen Gehirn anwachsen und dort Funktionen übernehmen. Also die Organoide sind ein Spezialfall der ethischen Probleme, die die moderne Molekularbiologie möglich erzeugt hat. Ich will auf ein anderes Beispiel hinweisen. Der Wieland Huttner am Max-Planck-Institut in Dresden hat ein Gen entdeckt, das dafür verantwortlich ist, die besonders große Dicke der menschlichen Großhirnrinde zu erzeugen. Die Großhirnrinde des Menschen unterscheidet sich von der Großhirnrinde aller anderen dadurch, dass diese Vorläuferzellen, die Neurone bilden und in die Großhirnrinde einwachsen, sich eine Runde mehr teilen als üblich. Dadurch entstehen doppelt so viele und dadurch entstehen wesentlich dickere Schichten in den oberflächlichen Bereichen der Großhirnrinde. Dieses Gen kann man nun mit der von Herrn Knobelich angesprochenen CRISPR-Cas-Methode natürlich, wenn man es kennt, ist ein menschliches Gen, in die Maus implantieren. Und dann entwickelt die Maus eine wesentlich größere Großhirnrinde, die sich dann auch mehr falten muss. Und in manchen Aspekten dem durchaus ähnlich wird, was man an der menschlichen Großhirnrinde für Charakteristika findet. Natürlich wird die Maus dadurch nicht intelligenter. Die sind auch untersucht worden inzwischen, weil dazu natürlich sehr viel mehr gehört als nur ein bisschen mehr Volumen. Aber solche Experimente gibt es auch. Die fallen natürlich alle unter das geltende Tierschutzgesetz. Ja. Also wieder eine ganz, ganz andere Baustelle der ethischen Beurteilung dessen, was wir tun dürfen. Darf man ja nicht vergessen, wir reden jetzt über Hirnorganoide, von denen wir überzeugt sind, dass sie keine Empfindung haben können. Einfach weil ihnen die Sensoren fehlen und jede Raffinesse der Verschaltung abgeht. Es ist wirklich also grotesk einfach und ein Wildwuchs von Verbindungen, die natürlich aktiv werden. Die, wenn man da Elektroden reinsteckt, dann sieht man, dass die Zellen aktiv sind. Aber das sind sie in jeder Gewebekultur auch. Also Sie gehen vom Neuron, Entschuldigung, wenn ich da reingehe, aber weil hier noch direkt eine Frage dazu ist, Sie gehen sozusagen eher von so einer Art Neuronengewitter aus, aber nicht unbedingt von der Regung eines klaren Gedankens. Haben wir jetzt nochmal hier rausgehört. Ich bleibe noch bei Ihnen, Herr Singer, weil hier kommt nochmal eine Frage von Professor Dr. Charlie Tuma, eine Zuschauerin. Wenn wir offenkundig für die Hirnforschung weiter Tierversuche benötigen, und davon haben wir ja auch gesprochen, Tierversuche, Sie sehen, wird ein Riesenkomplex hier, wie könnte man die Akzeptanz dafür verbessern? Herr Singer, die Frage geht auch an Sie, weil Sie gesagt haben, das ist eins unserer größten Probleme, was wir eben haben. Ja. Wenn wir also die weiter benötigen, wir können sie vielleicht reduzieren, bei Herrn Knobelich ist das schon reduziert, die Zahl der Mäuse, aber sozusagen, wir werden sie weiterhin benötigen, das wurde klar gesagt, wie können wir die Akzeptanz dafür verbessern? Ja, ich glaube, was wir brauchen, ist mehr Aufklärung. Die Wissenschaft muss sich öffnen, muss erklären, warum sie das macht. Sie muss erklären, was sie macht. Sie muss transparent werden. Sie muss auch den Blick in die Tierversuchsanstalten erlauben, in die Tierhaltungsbedingungen. Das heißt, wir müssen aufhören, uns schützen zu wollen, dadurch, dass wir nicht drüber reden wollen. Denn ich weiß aus eigener Erfahrung, und ich war sehr lange eine der Zielfiguren, die sich diesen Angriffen aussetzen musste, dass es immer möglich ist, wenn man rational argumentiert und zeigt, was man tatsächlich tut. Und das dann im Vergleich, man muss ja bei ethischen Abwägungen geht es immer um Kosten-Nutzen-Berechnungen. Ich muss tierisches Leid gegen menschliches Leid abwägen. Ich muss auch tierisches Leid gegen tierisches Leid abwägen, denn nicht wenige Pharmaka und therapeutische Eingriffe, die im Tierversuch entwickelt worden sind, kommen natürlich auch den Tieren zugute. Das muss man immer auch wieder zusagen. Also Transparenz und Aufklärung. Und da fehlt es natürlich sehr stark in unserer Gesellschaft. Ich sehe das immer wieder, wenn ich mich mit Menschen aus der Gesellschaft unterhalte, dass ein Vorurteil besteht, dass Kultur alles das ist, was mit Dichtung, Malerei und Kunst zu tun hat. Und Wissenschaft ist aber irgendwie schnödes Handwerk und hat nichts mit Kultur zu tun. Und ich denke, wir müssten klar machen, dass wissenschaftliche Neugier und Erkenntnisgewinn genauso eine kulturelle Aktivität ist, die auch einen gewissen ethischen Wert hat, auch die Grundlagenforschung, weil sie das gehört zum Menschsein.
Tiere haben das alle nicht gemacht. Und was uns ausmacht, ist gerade dieser Versuch, die Welt erkennen, zu durchdringen, mit dem Ziel, unsere Lebensbedingungen zu verbessern. Leider gibt es Nebenwirkungen, die sehr unerfreulich sind. Und ich habe in meinem Vortrag darauf hingewiesen, ganz am Ende. Ich möchte aber noch ein anderes kleines Beispiel geben. Herr Knoblich, diese extirpierten menschlichen Gehirngewebe beschrieben hat. Es ist in der Tat so, dass wenn der Neurochirurg ein großes Stück Gehirn entnimmt, indem er vermutet, dass da der epileptische Fokus sitzt, oder aber auch gesundes Gewebe, das Tumorgewebe umgibt, das mit entfernt werden muss, weil man nicht die Grenzen so gut erkennen kann. Nicht wenige Forscher übernehmen dieses Gewebe sofort und bringen sie in Nährlösung und erhalten es am Leben über 8, 10 Stunden und mehr, um an diesem Gewebe, spezifisch menschliches Gewebe, organisiert aus der Großhirnrinde entnommen oder aus irgendwelchen tiefen Hirnstrukturen, und machen dort elektrophysiologische Untersuchungen, pharmakologische Untersuchungen. Das ist offenbar völlig unter dem Radar der Diskussion über ethische Implikationen von Hirnorganen. Da haben wir es wirklich mit hochorganisiertem menschlichen Gewebe zu tun, das am Leben erhalten wird. Also ich finde, man sollte diese Beispiele auch mit einbeziehen, wenn wir hier über ethische Probleme reden. Aber Sie sehen, es ist natürlich ein Riesenthema, Frau Binder. Ich habe noch eine Frage an Sie und dann wollen wir auch noch mal in die Publikumsabstimmung gehen. Die haben wir ja noch mal, die wollten wir auch noch mal machen. Frau Binder, Sie haben gesagt, Sie sind nicht primär logischerweise die Expertin für Hirnorganoide und Sie sind ja im Arbeitsgebiet der Psychiatrie. Nichtsdestotrotz sind Sie in der Leopoldiner Arbeitsgruppe. Und mich würde interessieren, die Arbeitsgruppe arbeitet ja auch an einer Stellungnahme, die im nächsten Jahr eventuell kommen wird. Da wird ja auf jeden Fall noch dran gearbeitet. Das wird noch ein Weilchen dauern. Frau Binder, was wollen Sie, was ist so ein Punkt, wo Sie sagen, deswegen wollte ich da unbedingt rein in diese Arbeitsgruppe. Was ist so ein Punkt, wo Sie sagen, der ist mir wichtig, der muss da irgendwie rein in diese Stellungnahme, die dann irgendwann kommen wird. Wofür wollen Sie sich da speziell einsetzen? Ich denke, was wichtig ist zu verstehen, sind sowohl die Chancen, aber auch die Limitationen der Hirnorganoide für die psychiatrische Forschung. Und ich denke, wir können sicher große Fortschritte erreichen, dadurch, dass wir verstehen, wie frühe Hirnentwicklungsstörungen oder Gene, die frühe Hirnentwicklungsstörung beeinflussen oder andere Faktoren, da einen Teil des Krankheitsmechanismus sozusagen besser zu verstehen. Und möglicherweise kann man auch jetzt, wenn man Patienten hat, die sehr frühe Gehirnentwicklungsstörungen haben, kann man da, wenn man da aus deren Zellen Hirnorganoide macht, besser verstehen, was ist denn die Ursache bei diesen einzelnen Patienten. Und auch Medikamente, neue Therapien dadurch screenen. Das ist sicher ein Potenzial. Aber das ist natürlich nur ein kleiner Teil der Mechanismen, die in der Psychiatrie eine Rolle spielen werden. Oft sind es komplexe genetische Hintergründe zusammen mit Umwelt über verschiedene Entwicklungsstadien und auch bis in Kinder, Jugendliche, Erwachsenenalter und eben bis ins Alter hinein. Und diese ganzen Prozesse können wir natürlich nur sehr limitiert oder gar nicht abbilden. Genauso wenig, wie wir wissen, dass in den psychiatrischen Erkrankungen es vor allem die verschaltete Aktivität von verschiedensten Hirnregionen mit einer gewissen Synchronität ist, die wichtig ist. Und das können wir im Moment auch noch nicht darstellen. Kann sein, dass wir das in der Zukunft besser machen können. Und das Letzte, auch was Wolf Singer angesprochen haben, uns interessiert komplexes Verhalten. Diese Organoide, selbst wenn wir komplexe Verschaltungen darstellen können, werden sich niemals verhalten können. Von daher gibt es natürlich, es gibt Chancen, aber es gibt auch große Limitationen. Und deswegen ist es sozusagen in der Psychiatrie ein Werkzeug, ein tolles und wirklich neues Werkzeug. Aber es kann nur eins sein und es kann nicht alles erklären. Okay, und trotzdem wollten Sie natürlich da sozusagen Ihre Expertise mit einbringen in diese Arbeitsgruppe. Liebes Publikum, an dieser Stelle würde ich sagen, machen wir noch einmal die Abstimmung. Uns würde nämlich interessieren, ob es bei Ihnen sich etwas geändert hat aufgrund des jetzt hier Gehörten, aufgrund der ausgetauschten Argumente. Dafür bitte ich Sie nochmal, Sie kennen das Spielchen ja schon, ich bitte Sie nochmal, gehen Sie in das Kästchen, wo stellen Sie hier Ihre Frage. Dort müsste jetzt die Frage auch nochmal für Sie auftauchen.
Ich erwähne sie nochmal, die Forschung an Hirnorganoiden eröffnet Chancen für die Medizin. Sollte diese Forschung gesetzlich reguliert werden? Es ist also die gleiche Frage wie vorher. Und Sie können noch einmal abstimmen. Entscheiden Sie sich bitte nochmal zwischen A, B und C. A bedeutet, Sie sagen, nein, wir brauchen eigentlich nicht eine wahnsinnige Regulierung. B bedeutet, ja, Hirnorganoide sind mit dem menschlichen Gehirn vergleichbar. Das muss reguliert werden. Mit dem menschlichen Gehirn vergleichbar, das haben wir, glaube ich, hier schon sehr klar gehört. Das kann man auf jeden Fall nicht sagen. Das ist das, was unsere drei Experten hier sehr klar geäußert haben. Oder Antwort nochmal Nummer C, die vorher auch die Mehrheit hatte. Vielleicht muss man zu einem späteren Zeitpunkt, wenn die Forschung weiter vorangeschritten ist, vielleicht muss dann eine Regulierung her und das Ganze gehört natürlich beobachtet. Ich bitte Sie, stimmen Sie jetzt noch einmal ab, damit wir schauen können, ob sich da nochmal etwas verändert. Genau. Und das wird wieder einige Minuten dauern. Und ich glaube, wir nutzen die Zeit nochmal, um sozusagen nochmal ein bisschen in die Zukunft zu schauen, die letzten Minuten, die wir noch haben. Und zwar war der Ausblick, Optogenetik kann ja auch eine große Rolle spielen. Professor Knoblich, Optogenetik, wenn ich es nochmal in meinen eigenen Worten zusammenfasse, also da geht es ja darum, dass man Zellaktivität durch Licht steuert. Man schleust Fremdgene, die lichtempfindlich sind, in die Zielzellen ein. Und dadurch könnte man dann eben Neuronen durch Lichtimpulse steuern. Wie weit sind Sie da? Ich weiß, dass Sie da bei Ihnen in Wien, wird da schon Forschung daran betrieben. Ist das sozusagen, wenn ich das mal ganz salopp formuliere, das nächste heiße Ding? Man soll es jetzt nicht überschätzen. Also zunächst einmal die großen Erfolge der Optogenetik sind natürlich in Tieren wie Mäusen erzielt worden, wo man hier Gene einschleusen kann, mit deren Hilfe man bestimmte Nervenzellen aktivieren kann und dann deren Einfluss auf Verhalten, auf Gedächtnis oder sowas studieren kann. In den Organoiden steht das ganz am Anfang. Es gibt sehr viele Gruppen, die das versuchen. Die große Herausforderung ist, dass ich in einem intakten Gehirn mit dem Mikroskop an eine ganz bestimmte Stelle fahren kann und dann identifiziere ich eine ganz bestimmte Nervenzelle und aufgrund der Tatsache, wo sie sich befindet, weiß ich schon so ungefähr, was sie tun wird. In einem Organoid ist das ein Zellhaufen. Das heißt, wir werden diese Technologien weiterentwickeln müssen auf eine Art und Weise, dass das auf einer systemischen Art und Weise passiert. Wir können nicht sagen, okay, hier ist ein Organoid und das ist jetzt der Teil, der könnte für eine bestimmte Funktion verantwortlich sein und das ist ein anderer Teil, der ist das nicht. Das heißt, man muss das Organoid als Gesamtes analysieren. Also ja, aber das steht wirklich noch ganz, ganz in den Kinderschuhen. Und wenn Sie noch mal ein bisschen weiter logischer schauen, Sie sagen ja, in den Kinderschuhen, aber die internationale Forschungsgemeinschaft ist ja sehr vernetzt und Sie wissen natürlich auch, was die Kollegen an anderer Stelle in anderen Ländern machen. Wo würden Sie sagen, wer ist denn jetzt bei der Hirnorganoidforschung aktuell am weitesten oder wo schauen Sie ganz besonders hin, weil Sie denken, wow, wenn das dem Kollegen gelingen würde, das wäre, könnte einen großen Erfolg bringen. Sehr schwer. Das sage ich jetzt mal Wien. Ne? Weil Sie sagen, die beste Forschung ist natürlich nur in Wien. Ja, also, das habe ich schon verstanden. Also zunächst einmal ist es meines Erachtens ganz interessant festzustellen, dass diese Organoide zunächst einmal nicht in Harvard oder in Stanford entwickelt worden sind. Das ist ja auch schon mal eine ganz gute Sache, auch so wie die Prinzipien des Covid-Impfstoffs oder also die ursprünglichen Gedanken, die hingeführt haben zu dieser Entwicklung, kommen aus Japan von einem Wissenschaftler Yoshiki Sasai, der leider nicht mehr unter uns ist der hier die Grundlagen gelegt hat. Wir haben es das erste Mal angewandt auf eine Erkrankung. Mittlerweile ist das schon sehr, sehr stark in die USA abgewandert und zwar schlicht und einfach deswegen, weil gerade diese Einzelzellanalyse die ist sehr, sehr teuer und wird gerade am Broad Institute sehr, sehr, sehr extensiv gefördert. Da gibt es diese Initiative, den Human Cell Atlas, der in den USA sehr, sehr, sehr gut unterstützt wird. Bei uns auch, aber nicht im gleichen Maße. Wenn Sie mich jetzt nach etwas fragen, nach einem Durchbruch der
dann fällt mir das schwer, weil Organoide meines Erachtens mittlerweile Mittel zum Zweck geworden sind. Das unterstützen, was Wolf Singer gesagt hat. Also letztendlich, wenn wir das Gehirn verstehen wollen, wir können es ja nie ganz verstehen. Mehr oder weniger ist es so, als würden wir mit Scheinwerfern da von verschiedenen Blickwinkeln Lichtblitze draufwerfen und dann verstehen wir einen Teil und den anderen. Und die Organoide geben uns einen zusätzlichen Blickwinkel auf das Gehirn, der keinen anderen ersetzen wird, der es uns aber erlaubt, bestimmte Dinge zu tun, die man vorher nicht. Den großen Vorteil, den ich sehe, ist in der Genetik von Erkrankungen. Denn das ist etwas, wo wir uns wirklich schwer tun, das auf die Mäuse zu übertragen. Sehr, sehr oft Mutationen, die genau gleichen Mutationen, die im Menschen nun eine schreckliche Krankheit auslösen. Wenn man genau die gleiche Mutation in der Maus macht, dann ist das eben nicht so schlimm, weil dieses Gehirn einfach nicht so kompliziert ist. Und das muss man aber verstehen. Um Erkrankheiten. Das heißt, in der genetischen Erforschung von diesen Erkrankungen, da sehe ich die größte Hoffnung von Organoiden. Und was ich auch noch sagen will, dazu müssen Sie nicht ein Bewusstsein haben. Das ist absolut nicht nötig. Das wollten Sie an dieser Stelle nochmal klarstellen, aber ich glaube, Herr Knoblich, wir haben das mehrfach an dieser Stelle gesagt. Frau Binder dazwischen genickt, Herr Singer lacht. Wir schauen nochmal kurz auf die Umfrage, ob sich was getan hat. Und soweit ich sehen kann, ja, es hat sich was getan. Leider liegen mir jetzt gerade die alten Zahlen nicht vor, aber ich habe ja ein Erinnerungsvermögen. Hohe, komplexe kognitive Leistung. Und zwar ist es jetzt so, vorhin haben sehr wenige von Ihnen da geantwortet, Option A, nein, ich denke, eine Regulierung ist nicht notwendig. Vorhin waren das 10%, jetzt sind das tatsächlich 31%. Ich meine, vorhin war es so um die 10%. Ich bräuchte vom Veranstalter nochmal die alten Zahlen, die sehe ich leider gerade nicht, liebes Publikum. Aber doch, jetzt habe ich sie, genau, doch, ich lag richtig. Also die alten Zahlen waren 10% bei ja, nein, eine Regulierung ist nicht notwendig. Jetzt sind es immerhin 31%. Also ich glaube, jetzt ist den Leuten, ich erkläre mir das jetzt einfach mal so, dass den Leuten klar geworden ist, da können durchaus ethische, rechtliche Fragen etc. auftreten. Und Herr Knoblich hat ja auch nochmal klar gesagt, die Aufklärung desjenigen oder derjenigen, die da spenden, das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt. Und vielleicht muss man darüber ja auch nochmal zu einer gewissen Regulierung kommen oder zu einem Standard kommen. In der Mitte ist es relativ gleich geblieben. 17% von Ihnen haben vorhin abgestimmt, ja, Hirnorganoide sind mit dem menschlichen Gehirn vergleichbar, das muss reguliert werden. Das war ein relativ kleiner Anteil, das ist fast gleich geblieben. Da sind wir jetzt bei 18%. Liebe Zuschauer, Sie müssten das Tortendiagramm auch sehen. Und wo sich dann am meisten was verändert hat, vielleicht sollte zu einem späteren Zeitpunkt reguliert werden, wenn die Forschung etwas vorangeschritten ist. Vorhin waren das 73%, jetzt sind das eben 51%. Also da ist es ein bisschen zurückgegangen. Herr Singer, hat Sie das jetzt überrascht? Also wir haben ein bisschen mehr Leute, die jetzt klar sagen, nein, eine Regulierung ist nicht notwendig. Überrascht Sie das oder sagen Sie, nee, das ist die richtige Richtung? Das war im Hintergrund dessen, was wir gesprochen haben. Wenn ich selbst abgestimmt hätte, ich hätte wahrscheinlich gesagt, ja, lass uns mal schauen, wie sich die Forschung weiterentwickelt. Und dann in 10 Jahren vielleicht nochmal darüber nachdenken, ob wir es nicht doch regulieren müssen, weil nicht so schwer voraussagbar ist wie wissenschaftlicher Fortschritt. Ja. Ziemlich Überraschungen, die wir nicht antizipieren können. Und es kann durchaus sein, es kann auch sein, dass wir irgendwelche Durchbrüche bei der Bewusstseinsforschung bekommen. Die werden nicht gleich morgen früh erfolgen. Aber ich glaube, man tut gut daran, wirklich offen zu sein bei Problemen, die man noch nicht verstanden hat. Da kann es Überraschungen geben. Und wir lernen im Augenblick, dass tierisches Verhalten wesentlich differenzierter ist, als wir das bis jetzt immer gedacht haben. Also nicht nur die Erfahrung, die ich jetzt während dieser Covid-Zeit mit meinen Singvögeln. Mit den Vögeln gemacht habe, ja. Sondern, harte wissenschaftliche Evidenzen dafür, dass zum Beispiel das, was wir immer als einzigartig geglaubt haben, die Großhirnrinde mit ihren besonderen Verschaltungen, die für alle höheren kognitiven Leistungen zuständig sein soll. Inzwischen wissen wir, dass bis weit hinunter die gleichen Verschaltungsprinzipien allerdings versteckt in andere Anatomie, anders verpackt, weil die Tiere andere Bedürfnisse haben. Ein Vogelgehirn muss klein und leicht sein. Das Gehirn einer Fliege muss extrem klein sein. Aber die Prinzipien, die installiert worden sind, um diese hoch
hochgradig parallele Bearbeitung zu zwingen oder zu ermöglichen, die die Großhirnrinde auszeichnet, das haben die alle auch. Wenn man die Verschaltkreise einfach auseinanderzieht und vergleicht, dann sieht man, die sind analog. Die Natur hat ein ganz frühes Prinzip erfunden, das wir noch nicht so ganz verstanden haben, aber dass sie in unterschiedliche Anatomie verpackt, immer wieder anbietet und das halt beim Menschen von genetischen Veränderungen zu dieser enormen Expansion der Großhirnrinde geführt hat. Also ich höre die Faszination raus, Herr Singer. Sie sind selber eine Erkundung eines faszinierenden Organs und Sie sagen, ja, es ist ein faszinierendes Organ, das ist es auch bei anderen Lebewesen. Frau Binder und Herr Knoblich, wie hätten Sie denn entschieden bei dieser Umfrage? Das fragt übrigens auch einer unserer Teilnehmer, wollte nämlich gerne wissen, wie hätten Sie sich denn entschieden bei unserer Umfrage? Also A wäre nein, ich denke, eine Regulierung ist nicht notwendig. B wäre ja, wir brauchen die Regulierung. Und C ist, wir warten ab zu einem späteren Zeitpunkt. Herr Singer hat gesagt, ja, wir warten ab zu einem späteren Zeitpunkt. Wofür würden Sie sich entscheiden, Frau Binder? Auch dafür. Auch dafür. Und Herr Knoblich, mal sehen, kommt jetzt noch was anderes? Nein. Man soll ja niemals nie sagen. Und übrigens, das steht auch in diesen ISSCR-Guidelines jetzt drin. Ja? Mhm. Aber zumindest für die nächsten 3 Jahre. Ich meine, es kommt darauf an, mit welchem Zeitpunkt. Ich glaube, bevor ich in Pension gehe, glaube ich mal nicht, dass wir es brauchen. Das heißt, aber niemals nie sagen, ja. Aber ich glaube, es werden andere ethische Probleme auf uns zukommen, die vorher relevant werden, auch in der Neurobiologie. Ah, jetzt haben Sie uns aber neugierig gemacht. Welches neue ethische Problem kommt noch, Herr Knoblich? Ja, ich glaube, das wird dem wird der Herr Singer auch zustimmen. Also ethische Fragen wie was ist der Rechtsstatus eines. Ja. Okay. Einer Maschine, die mit artifizieller Intelligenz entscheidet, ob mein Auto nun links oder rechts biegt oder welcher Lebenspartner mir zugeordnet wird oder solche Sachen. Also das ist, glaube ich, schon. Da haben wir mal andere Bereiche angesprochen. Autonomes Fahren, in der Tat, da gibt es wahnsinnig viele Fragen, die man da natürlich noch klären muss. Aber ich denke, wir kommen mit Blick auf die Uhr, kommen wir zu unserer Schlussrunde. Und zwar dürfen Sie jetzt noch einmal, ja, ich bin inspiriert ein bisschen von Herrn Singer. Herr Singer hat mir im Vorgespräch verraten, dass er eigentlich möchte, dass Geisteswissenschaften und Naturwissenschaften nicht so sehr getrennt werden und dass man mehr Disziplinen übergreifend arbeitet. Und sein Beispiel war zum Beispiel auch, dass Biologen sollten eben auch tolle Mathematiker sein, weil dann könnte man eben neue tolle Tools erfinden, womit man eben zelluläre Prozesse vielleicht nochmal besser analysieren kann. Das hat mich so ein bisschen inspiriert, Herr Singer. Ich greife jetzt hier nochmal kurz aus für meine Schlussfrage. Und zwar lautet die geht an Sie alle drei, sie ist gleich: In welche andere wissenschaftliche Disziplin würden Sie gerne mal schlüpfen? Oder an welche Stelle in der Politik, in der hohen Politik oder an welche Stelle in der hohen Wirtschaft würden Sie vielleicht gerne mal schlüpfen, um eben die Hirnforschung voranzutreiben? Ich sage jetzt bewusst Hirnforschung und nicht nur Hirnorganoidforschung. Also in welche Disziplin oder mit welchem hohen Tier in der Wirtschaft, in der Politik würden Sie vielleicht gerne mal tauschen, um die Hirnforschung voranzubringen? Alle überlegen. Herr Singer lacht. Herr Singer, Sie dürfen als Erstes. Ich würde auf jeden Fall in die Haut eines theoretischen Physikers schlüpfen wollen, der sich mit Kompetenztheorie und mit der Quantenphysik vielleicht sogar befassen kann. Und wenn ich in die Haut eines Politikers schlüpfen dürfte, dann würde ich in die Haut eines Menschen schlüpfen wollen, der sich um die Ausbildung und Aufklärung unserer nächsten Generation kümmert, sprich Erziehung. Umweltbedingungen zu schaffen, die Gehirne hervorbringen durch Erziehung oder Persönlichkeiten, die über Gehirne verfügen, die friedlich werden und tolerant. Wow, das war ein ganz großes Stichwort, Herr Singer. Das ist, glaube ich, ein Wunsch, der sehr lange brauchen wird, sehr schwierig ist, aber man sollte es immer wieder versuchen. Frau Binder, in welche Rolle würden Sie gerne mal schlüpfen? Wie gesagt, ich habe mir gerade vorher auch den zweiten Teil von Herrn Singers Antwort überlegt, dass ich ja Erzieher auch ganz früh, wie gestalten wir optimale Bedingungen für sich entwickelnde Gehirne? Ich glaube, das ist ganz wichtig und das kann einen sehr großen Beitrag leisten, auch zur Gesundheit des Gehirns. Oh, okay. Herr Knoblich, mit wem würden Sie vielleicht mal tauschen oder welche andere Disziplin würden Sie sich anschauen?
Also ich hatte vor kurzem eine Diskussion mit meinem Sohn darüber, was er studieren will. Er will auch kein Biologe werden. Ich habe ihm empfohlen, Arzt zu werden. Als jemand, der, ich glaube, der einzige von uns dreien hier, der diesen Hintergrund nicht hat, wäre das für mich ein sehr schönes Erlebnis. Aber ansonsten denke ich mir auch, dass die Erziehung in unserer Gesellschaft, auch vor dem Hintergrund der Tatsache, dass wir im Augenblick gerade eine Wissenschaftsfeindlichkeit in anderen Bereichen erleben, die wir so noch nicht gekannt haben, dass die eine ganz, ganz, ganz wichtige gesellschaftliche Aufgabe für uns wird. Und das nicht nur von angehenden Spitzenwissenschaftlern, sondern auch in die Breite gehend. Also auch nochmal ganz praktisch, Sie wollen sich gerne nochmal auch mit der Erziehung auseinandersetzen. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Wir konnten natürlich nicht alle Fragen beantworten, die sich in der Hirnforschung noch stellen, das ist klar. Ich denke, wir haben so ein bisschen ausloten können, wozu unser Gehirn in der Lage ist und was wir sozusagen davon auch schon wissen und nachvollziehen können. Wir haben aber auch gelernt heute, dass wir sozusagen sehr viel über unser Gehirn noch nicht wissen und welche möglichen neuen Forschungsmethoden wir brauchen, um mehr über unser Wunderwerk Gehirn zu erfahren. Ich sage an dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank, Professor Wolf Singer, Professor Elisabeth Binder und Professor Jürgen Knoblich. Vielen herzlichen Dank, dass Sie da waren, unsere drei klugen Köpfe heute an dieser Stelle waren. Ich sage ganz herzlichen Dank an alle, die diese Veranstaltung möglich gemacht haben. Also auch nochmal einen expliziten Dank an die Organisatoren, an die Regie, an die Technik. Herzlichen Dank. Natürlich ein Dankeschön an die Gastgeber, die VW-Stiftung und die Nationale Akademie der Wissenschaften, die Leopoldina. Und last but not least, herzlichen Dank an Sie, liebes Publikum. Ich hoffe, Sie bleiben weiterhin neugierig. Ich hoffe, Sie bringen sich weiterhin ein, stellen Fragen, regen auch Ihre Gehirnzellen an. Und damit wünsche ich uns allen noch einen wunderbaren Ausklang dieses Abends und vor allem in diesen Zeiten, man sagt es immer noch, ich wünsche Ihnen allen, bleiben Sie gesund.